So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserem öffentlichen Fachgespräch über Wissenschaftskommunikation. Ich begrüße nicht nur die Ausschussmitglieder, sondern auch die anwesenden Mitglieder der eingeladenen Ausschüsse sowie alle Gäste und Pressevertreter, die ich momentan allerdings noch nicht so zahlreich erkennen kann. Die eingeladenen Ausschüsse für dieses heutige Fachgespräch sind noch Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Ausschuss für Wirtschaft und Energie, für Kultur und Medien, die digitale Agenda und der Haushaltsausschuss. Und ich begrüße natürlich ganz besonders unsere Sachverständige für den heutigen Tag. Und diese sind Professor Dr. Peter André Alt, der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Ich begrüße Frau Dr. Antje Bozius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts und Vorsitzende des Lenkungsausschusses von Wissenschaft im Dialog. Ich begrüße Herrn Dr. Stefan Brandt, den Direktor Futurium Berlin. Ebenso begrüße ich Herrn Professor Dr. Gerald Hauck, Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina und Nationale Akademie der Wissenschaften in Halle. Ich begrüße Frau Nicola Kurt, das Vorstandsmitglied, die Wissenschaftsjournalisten, Wissenschaftspressekonferenz e.V. aus Köln. Ich begrüße ebenfalls Frau Beatrice Lugger, Geschäftsführerin und Direktorin des Nationalen Instituts der Wissenschaftskommunikation in Karlsruhe. Ebenso Frau Dr. Steffi Ober, die Initiatorin und Leiterin des Projektes Forschungswende, zivilgesellschaftliche Plattform in Forschungswende, Vereinigung deutscher Wissenschaftler in Berlin. Ich begrüße ebenfalls Herrn Volker Stollorz, Science Media Center Germany, GmbH in Köln. Und last not least Herrn Dr. Jan-Martin Viarda, Wissenschafts- und Bildungsjournalist. Dann ist also doch ein Journalist heute hier mit von der Partie. Vielen Dank zunächst mal den Sachverständigen dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier bei uns mitzuwirken, physisch vor Ort zu sein. Und ich bedanke mich auch vor allem dafür, dass Sie Ihre Stellungnahmen uns haben schriftlich zukommen lassen. Das hat den Ausschussmitgliedern die Arbeit sehr erleichtert. Nun, meine Damen und Herren, Sie sehen, dass heute nicht der Vorsitzende, Herr Dr. Rossmann, hier sitzt, sondern ich. Herr Dr. Rossmann wollte heute als Berichterstatter aktiv in das Geschehen dieses Fachgespräches eingreifen. Die stellvertretende Vorsitzende, Frau Benning, hat auf ärztliche Weisung hin diesen Vorsitz ebenfalls abgegeben. Und aus diesem Grunde sitzt der, sagen wir mal, lebenserfahrenste ohne Berichterstattung in diesem Ausschuss vor Ihnen. Und ich bedanke mich bei Ihnen dafür, für das Vertrauen und dafür, dass ich heute diesen Ausschuss führen darf. Zur Strukturierung des Fachgesprächs ein paar kurze Anmerkungen. Gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung werden die Sachverständigen die Gelegenheit haben, ein circa dreiminütiges Statement abzugeben. Und ich darf Sie bitten, diese 3 Minuten nicht selbstständig zu verdoppeln. Der Aufruf wird in alphabetischer Reihenfolge erfolgen. Und die Fragerunden werden nach einer interfraktionellen Vereinbarung grundsätzlich wie folgt gestaltet. Ein Mitglied jeder Fraktion stellt pro Fragerunde 2 Fragen. Entweder 2 Fragen an einen Sachverständigen oder nur eine Frage an 2 Sachverständige. Es wird. Was ist das jetzt noch? Oh. Genau. 3 Minuten. Es waren ursprünglich 2 Minuten vorgesehen, aber jetzt haben wir es doch auf 3 Minuten erhöht. Das heißt, zunächst wird eine Runde der Berichterstatter, es eine Runde der Berichterstatter geben, also 3 Minuten, und dann die Nachfragerunden nach dem sogenannten Neunerschlüssel, nach der Fraktionsstärke.
Das Fragerecht für eventuell anwesende Abgeordnete, die nicht Mitglieder dieses Ausschusses sind, richtet sich nach dem Kontingent der jeweiligen Fraktion. Das Ende des Fachgesprächs ist für 12 Uhr anberaumt. Es wird ein Wortprotokoll darüber erstellt. Das Fachgespräch wird im Parlamentsfernsehen übertragen und dann ist danach im Internet über die Mediathek des Bundestages abzurufen. Gegebenenfalls können einzelne Teile in der Presse zitiert oder auch als O-Ton verwendet werden. Zudem sind aufgrund der Covid-19-bedingten Abstandsregeln im Saal von den Fraktionen einige Mitglieder gebeten worden, die Sitzung über das Parlamentsfernsehen oder, wenn sie sich an den Fragerunden beteiligen wollen, über WebEx zu verfolgen. Für den Fall, dass jemand im Rahmen eines Redebeitrags über WebEx zugeschaltet wird, muss eine möglicherweise bei dem Teilnehmer parallel laufende Live-Übertragung der Sitzung über das Parlamentsfernsehen lautlos geschaltet werden, da ansonsten Rückkopplungen entstehen. Im Übrigen zur Erinnerung noch Hinweise zur Nutzung von WebEx im Saal. Bitte das Mikrofon und die Lautsprecher der Endgeräte zu Beginn der Sitzung stummschalten, eben wegen dieser Rückkopplungen. Im Saal erfolgt die Beratung wie gewohnt über die Saalmikrofone und die Saallautsprecher. Die Vorlagen im Übrigen, aber das wissen Sie selber, liegen draußen aus. So, und nun darf ich übergehen und das öffentliche Fachgespräch auch offiziell eröffnen und darf Herrn Professor Dr. André Alt um sein dreiminütiges Statement bitten. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Aus der Perspektive der Hochschulen, die ich als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz vertreten darf, 8 Punkte. Das erste, Wissenschaftskommunikation war für die Hochschulen lange Zeit institutionelle Kommunikation, vorrangig mit dem Ziel, die eigenen Leistungen darzustellen, auch zu zeigen, was man im Wettbewerb geschafft hatte und auf welche Weise man sich auszeichnete. Wissenschaftskommunikation war weniger Erklärung von Wissenschaft als Werbung für Leistung. Das hat sich in den letzten Jahren im Bewusstsein der Hochschulen durchaus verändert, ohne dass dieses erste Ziel aufgegeben wird. Wissenschaftskommunikation ist stärker in den Modus des Erklärens auch in den Hochschulen gegangen. Die Hochschulen haben in dieser Hinsicht eine doppelte Funktion. Sie produzieren Wissen, das sie erklären müssen. Sie qualifizieren aber auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen sie vermitteln müssen, in welcher Art und Weise ihre eigenen Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gelangen können und wie sie diese Erkenntnisse erläutern können. Das heißt, Dr. Alt, einen kleinen Moment, könnten Sie ein bisschen näher ans Mikro rangehen, da Sie sonst nicht so ganz gut zu verstehen sind. Okay. Diese Qualifizierungsaufgabe gehört zu den zahlreichen neuen Aufgaben, die das Hochschulsystem übernehmen muss. Und man muss offen sagen, dass sie noch nicht verbindlich im Aufgabenkanon der Hochschulen verankert ist. Viele Hochschulen haben bereits Programme für die Qualifizierung im Bereich der Wissenschaftskommunikation etabliert. Aber das ist noch nicht flächendeckend und in ausreichendem Maße geschehen. Qualifizierung für die Wissenschaftskommunikation ist eine Aufgabe, die sich nicht nur an die jungen Doktorandinnen und Doktoranden richtet, sondern eine Aufgabe, die ebenso auch für andere Karrierestufen, auch für die schon im Karrieresystem weitergekommenen, eine wichtige Aufgabe ist. Das schließt ein, dass wir mehr Studiengänge für Wissenschaftsjournalismus brauchen. Hier ist ein außerordentliches Defizit zu konstatieren. Ich bin der Meinung, dass wir hier hohes Entwicklungspotenzial haben. In die Curricula muss das Thema Wissenschaftskommunikation ab dem Master, auch in den Promotionsprogrammen dann gerade, unbedingt eingebracht werden. Es muss dort fest verankert werden. Das schließt ein, dass es zusätzliche Finanzquellen geben muss. Die Hochschulen haben hier eine weitere Zusatzaufgabe zu übernehmen, die sie nicht ohne weiteres stemmen können. Wissenschaftskommunikation war für die Hochschulrektorenkonferenz immer ein wichtiges Thema. Sie hat sich engagiert für das Push-Memorandum. Sie hat damals Wissenschaft im Dialog mitgegründet. Sie hat über viele Jahre den Preis für Hochschulkommunikation vergeben mit 2 großen Stiftungen, der Zeit-Stiftung und
des Weiteren der Bosch-Stiftung. Wir sind der Auffassung, dass Wissenschaftskommunikation in Zukunft sehr viel stärker jenseits der Frage, wie erklärt man Inhalte, auch auf das Thema, was ist eigentlich eine wissenschaftliche Haltung, eine wissenschaftliche Methode, ein wissenschaftlicher Streit, was sind also Formen des wissenschaftlichen Diskurses abstellen muss. Nicht zuletzt auch, um Missverständnissen zu begegnen. Wissenschaftlicher Streit ist nichts, was Wissenschaft in ihrer Qualität herabsetzt. Und unterschiedliche Positionen heißen nicht, dass einer die Wahrheit sagt und der andere lügt. Wissenschaft ist kein Glaubensartikel, kein Mythos, kein Ritual, sondern eine rationale Angelegenheit. Das ist ein wichtiges Thema auch gerade in Zukunft für die Wissenschaftskommunikation. Dankeschön. Wir bedanken uns ebenfalls, Herr Professor Alt, und ich darf nun Frau Dr. Antje Bozius bitten. So, bin ich so gut zu verstehen? Ja, läuft. Ja, ich würde da genau anschließen, wenn man jetzt also festgehalten hat, was Wissenschaftskommunikation ist, dass sie also auch ein Teil der Leistung der Wissenschaft neben Forschung, Lehre, Infrastruktur, Methodenentwicklung ist, ist sie Teil auch des Transfers. Und da setzt ja das Papier des BMBF an, zu sagen, in der Wissenschaft muss klar sein, dass der Transfer, also sich von innen nach außen zu wenden, ein Element ist, was mit gefördert werden muss, aus der Wissenschaft heraus. Dann haben ja aber die Papiere, die Sie selbst vorgelegt haben, die Fraktionen CDU und SPD und FDP, fragen jetzt eben, wie muss das gefördert werden? Wie kann das gestärkt werden in Zeiten, wo man, glaube ich, niemand erklären muss, dass es die Kommunikation über jegliche Form von Wissen und auch das Ableiten von Lösungen in einer Zeit, wo die Probleme immer stärker wachsen und komplexe Probleme sind, wie wird gefördert? Und in dieser Stellungnahme würde ich gerne vor allen Dingen auf die Frage der Stärkung von Unterstützung guter Wissenschaftskommunikation eingehen. Es ist ja klar, dass eben entlang des Ausbildungsweges und gerade für die, die sich überlegen, vielleicht in diesem Bereich Kommunikation sich auch zu professionalisieren, eine Anzahl von Angeboten sein muss. Gleichzeitig muss für jeden entlang des Ausbildungsweges Experimentierräume gestellt werden. Und gleichzeitig braucht es natürlich die unabhängige äußere Kraft, also jenseits der Wissenschaft, das Korrektiv, der Wissenschaftsjournalismus im Breiten. Und da ist die Frage, wie kann dieses System Wissenschaftskommunikation zusammen am besten gefördert werden? Wenn man schaut, welche übergreifenden Akteure es gibt, wie Wissenschaft im Dialog, NAVIC Science Media Center, aber auch andere, dann sind das nur wenige, die kann man an einer Hand abzählen. Und die sind gut abgestimmt, wir kooperieren, wir geben die ganze Zeit Angebote, wir schaffen Experimente, arbeiten über Methoden, aber nichts ist wirklich nachhaltig. Die meisten der Akteure sind projektförmig gefördert. Und aber in dieser Zeit es hinzubekommen, dass man verlässliche Partner hat, die Hochschulen verlässliche Partner haben, die Außeruniversitären, aber auch der Journalismus, der in mindestens einer ebenso schnellen medialen und auch geschäftsmodellartigen Transformation ist, der braucht Partner und langfristige Unterstützung. Und daher würden wir von Wissenschaft im Dialog, aber auch von der Helmholtz-Gemeinschaft gerne unterstützen wollen, dass unabhängige Unterstützer von Wissenschaftskommunikation, die viel mehr ist, als sich selbst darzustellen, als zu erklären, wie Herr Alt sagt, dass die gesichert sind, dass die sich entwickeln können, dass die auch langfristige Strategien abstimmen können mit Bürgerinnen und Bürgern. Diese Absicherung einer Leistung durch langfristige Förderung ist unerlässlich und sie hat vor allen Dingen eben auch mit systemübergreifender Zusammenarbeit und Qualitätssicherung zu tun. Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen arbeitet und spricht zusammen, aber es ist was ganz anderes als eine Institution, die unterstützen kann, die Angebote schafft, von Angeboten vom Einzelnen, der die ersten Schritte macht, mit der Vielfalt von Kanälen in der Wissenschaftskommunikation zu arbeiten, bis dieser elementaren Sicherung von Qualität. Die Förderung von innovativen Ansätzen in der Wissenschaftskommunikation, da sieht es noch enger aus. Die Bereiche, wo Wissenschaft eben auf andere Formen von Wissen trifft, sagen wir mal Kunst, Kultur oder Medien oder auch Wirtschaft, die ist ganz dünn, die hat praktisch keine einfachen strategisch arbeitenden Bereiche der öffentlichen Hand. Da gibt es Stiftungen, die auch ausprobieren. Wenn die aber mal wegbrechen, dann liegt dieses Feld brach. Daher als letzter Punkt nochmal die Forderung, die ja eigentlich hauptsächlich Ihre Papiere unterstützt. Wir sollten systemisch auf die Frage der Wissenschaftskommunikation als wesentlicher Teil vom Transfer schauen. Es ist sogar so, dass die Wertschöpfung der Wissenschaftskommunikation als Teil von Transfern vielen noch nicht mal klar ist. Wir Außeruniversitären, wenn wir gemessen werden an Transfer, werden Patente gezählt oder andere Dinge. Aber wir haben gar keine Möglichkeit, die Leistung und die Veränderung der Wissenschaftskommunikation zu evaluieren, reflexiv zu betrachten und unsere Leistung auch so darzustellen, dass jeder, der die Wissenschaft fördert oder jeder, der das
das Businessmodell im Draußen pflegt, das Wissenschaftsjournalismus, klar weiß, was wirkt. Die Kriterien für gute, ich weiß, ist der letzte Punkt, Kriterien für gute Wissenschaftskommunikation, die gehören grundsätzlich dazu, diese Strategie zu erarbeiten. Aber ansonsten unsere Bitte, auf die langfristige Förderung dieser wenigen Akteure zu achten. Ich bedanke mich und möchte Sie noch mal bitten, möglichst die 3 Minuten auch einzuhalten. Als Nächsten hören wir nun Herrn Dr. Stefan Brandt. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier auch aus der Perspektive von Publikumsinstitutionen, die sich mit Zukunftsthemen, mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen, hier einige Punkte beisteuern kann. Wie die Umfragen derzeit zeigen, befindet sich ja die Wissenschaft im Zuge der Corona-Krise offenbar in einem Vertrauenshoch. Auch die Wissenschaftskommunikation hat da einen Schritt nach vorn gemacht. Erstmals überhaupt, glaube ich, traten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so stark in die Öffentlichkeit, wie wir das jetzt gesehen haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir in puncto Ausbau Wissenschaftskommunikation jetzt die Hände in den Schoß legen können. Es ist zum einen ja noch völlig offen, wie stabil diese Vertrauensbasis oder das gestiegene Vertrauen überhaupt ist. Und zum anderen bedeuten ja diese hohen Reichweiten einiger Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch nicht, dass damit schon ein Verständnis für Forschung, für wissenschaftliche Herangehensweisen geschaffen ist. Und deshalb glaube ich, das hatten einige Vorredner schon gesagt, ich glaube, es wird darauf ankommen, Wissenschaft als Prinzip, ja als Haltung zu vermitteln. Denn guter Wissenschaft, da geht es eben nicht nur um richtig oder falsch. Sie ist eben keine Ergebnislieferantin oder keine reine Ergebnislieferantin, wie das sich vielleicht manche Medien auch vorstellen. Es geht ihr um die Wahrhaftigkeit in einer durch Neugier angetriebenen, nie endenden Suche, um Transparenz, um Offenheit für sachliche Kritik. Und das unterscheidet sie am Ende dann auch von Ideologien und Verschwörungstheorien. Und ich glaube, eine zentrale Rolle bei der Vermittlung dieses, ja man kann sagen, demokratischen Potenzials von Wissenschaft, die hat ein starker Wissenschaftsjournalismus. Die Arbeitsbedingungen, die sind freilich nicht leichter geworden und es sollte deshalb, das möchte ich auch aus Sicht eben des Futuriums unterstützen, ergebnisoffen geprüft werden, wie er unter Wahrung seiner inhaltlichen Unabhängigkeit eben auch finanziell gefördert werden kann. Im Positionspapier habe ich ja dargelegt, dass sich das Futurium als Haus der Zukunft einer offenen Wissenschaftskommunikation verschrieben hat. Wir hatten in den ersten 6 Monaten seit der Eröffnung über 500.000 Besucherinnen und Besucher. Aus den Erfahrungen dieser Eröffnungsphase lassen sich einige Schlüsse für den weiteren Ausbau der Wissenschaftskommunikation eben in Publikumshäusern ziehen. Darauf möchte ich mich auch konzentrieren. Sie sind in dem Sinne auch Ergänzungen zu den Überlegungen der Regierungsfraktion und der FDP, die grundsätzlich sehr begrüßenswert sind. Zum Ersten geht es mir um eine Vorwärtsstrategie eben für diese Publikumsinstitution. Und da denke ich bei weitem nicht nur an das Futurium, das natürlich weiter ausgebaut werden sollte, etwa durch mobile Formate für die Fläche oder auch eine erweiterte digitale Plattform. Nein, ich denke auch an ein Förderprogramm für die vielen beispielsweise Naturkunde- und Technikmuseen deutschlandweit. Das sind Hunderte, die könnten zu Zentren moderner Wissenschaftskommunikation weiterentwickelt werden. Und dort kann man sich dann eben auch über Zukunftsfragen austauschen und das schließt Partizipation ausdrücklich mit ein. Zweitens zeigt die Corona-Krise, dass es eben nicht ausreicht, nur Inhalte einer wissenschaftlichen Disziplin zu transportieren und zu kommunizieren. Interdisziplinarität ist extrem wichtig und ich glaube, sowohl was Projekte selber, aber auch die Kommunikation darüber angeht, ist es wichtig, dass wir eben Wissenschaftskommunikation auch interdisziplinär denken. Und drittens geht der Blick über die Grenzen des Wissenschaftsbetriebs auch hinaus. Formate an der Schnittstelle von Forschung und Kunst, die zeigen, dass man sich wissenschaftliche Inhalte eben auch auf einer emotionalen Ebene erschließen kann. Und solche spartenübergreifenden Ansätze, die könnte man durch gemeinsame Programme von BMBF und BKM gezielt fördern. Um es auf den Punkt zu bringen, Mut zum Risiko ist gefragt. Wir brauchen gerade auch beim Kommunizieren von Wissenschaft Disruption und Sprunginnovation. Und dann kann die gegenwärtige Krisenzeit auch zum Impuls für eine nachhaltige Weiterentwicklung von Wissenschaftskommunikation werden. Dankeschön, Herr Dr. Brandt. Und wir freuen uns jetzt auf die Ausführungen von Herrn Dr. Gerald Haug von der Leopoldina. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Rolle der Wissenschaft, ihre Ergebnisse und die wissenschaftsbasierte Politik- und Gesellschaftsberatung und das Verständnis dafür, das ist entscheidend, wie Forscherinnen und Forscher arbeiten, gehören zum Fundament einer informierten und entscheidungsfähigen Gesellschaft. Gerade in einer Zeit, wo wir ein sehr starkes Wachstum
an wissenschaftlicher Erkenntnis haben. Im Moment geht es ja manchmal sogar um Tagesgeschäft, das relevant wird, was eigentlich nicht so unser Stil ist. Und bei einer zunehmenden Komplexität der Forschungsergebnisse müssen diese eingeordnet werden, kritisch hinterfragt werden und das Thema hier auch vermittelt werden. Das geht nur in einem engen Zusammenspiel zwischen der Wissenschaft, Gesellschaft, Politik, aber auch im sehr starken und hochqualifizierten unabhängigen Wissenschaftsjournalismus, auch mit Blick auf die neuen und sozialen Medien. Als Nationale Akademie der Wissenschaften, als Leopoldina können wir, haben wir 5 Punkte aufgeschrieben, wo wir da Beiträge leisten können. Der wichtigste ist vielleicht, wir können einen Referenzraum schaffen. Ja, es geht ja immer wieder um das Betrachten von interdisziplinären Zusammenhängen und die Schaffung eines dafür auch dann interinstitutionellen, einem übergreifenden Referenzraum für diese drängenden gesellschaftlichen und politischen Fragen. Und der muss verlässlich sein, der muss maximal unabhängig sein, der muss geprägt sein von wissenschaftlicher Exzellenz. Das hat sich jetzt ja auch überall gezeigt, dass das doch sehr heterogen teilweise ist, was wir hören. Er muss transparent sein und er muss völlig frei von Partikularinteressen sein. Ja, dazu rekrutiert die Leopoldina in Arbeitsgruppen weltweit herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir arbeiten international hier mit unseren Partnerakademien, auch national sehr eng zusammen, aber auch weiteren Einrichtungen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Ethikrat und so weiter. Und so können wir Institutionen disziplinübergreifend Erkenntnisse integrieren und zu wichtigen Themen der Gesellschaft, also jetzt auch dann mal weitergedacht, wie der Klimawandel, Gentechnik, Artenvielfalt Stellung nehmen. Die Kritik, ein sehr geschätzter Kollege aus dem BMBF hat mir das mal vor einiger Zeit sehr drastisch erklärt. Ihr seid häufig viel zu lahm. Also wir müssen diese Beratung beschleunigen und schneller, prägnanter, klarer werden. Aber natürlich immer ohne die Qualität unserer Papiere, unserer Arbeit zu verlieren. Und wir sind dabei am Erarbeiten der Einrichtung einer Pilotgruppe, das hatten wir mal jetzt Rapid Policy Advice genannt, die binnen kurzer Zeit wirklich Politik und Gesellschaft zu bestimmten Themenkomplexen beraten kann, Optionen aufzeigen kann, Empfehlungen aussprechen kann. Beispiele waren im letzten Jahr unsere Stellungnahmen zur sauberen Luft oder die Klimaziele 2030 oder jetzt diese Ad-hoc-Stellungnahmen zur Corona-Pandemie. Jetzt läuft gerade vermutlich eine gerade über den Ticker zwischen 10 und 11 Uhr zum großen Thema Gesundheitssystem. Der Wissenschaftstransfer muss reflektiert sein. Es bedarf immer der Selbstvergewisserung der Politik im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Politik. Wir sehen eine Stärkung der Kommunikationskompetenz entscheidend. Aber wichtig ist wirklich auch Anreize schaffen, kein Zwang. Ja, nicht alle Kolleginnen und Kollegen sind gleich talentiert. Manche können ganz toll rechnen, aber sind nicht die besten Kommunikatoren. Das ist wichtig. Und zu last but not least, den Wissenschaftsjournalismus stark, unabhängig fördern ist ganz entscheidend. Die Leopoldina hat verschiedene Unterstützungen hier, die Wissenswerte unterstützen wir, die Wissenschaftspressekonferenz und so weiter. Und ich möchte vielleicht mal beispielhaft ein Event, das mir ganz große Freude machte, erwähnen. Mit Volker Stollertz hatten wir am 13. Februar, nachdem wir eine Woche vorher mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften über Corona gesprochen hatten, ein Corona-Gespräch gemacht mit Lothar Wieler. Sie sind auf dem besten Weg, Ihre Zeit zu verdoppeln. Oh, Entschuldigung, Christian Drosten, Hajo Krömer. Und das fand ich, also war beispielhaft und damit bin ich am Ende, Herr Vorsitzender. Dankeschön. Das ist nett. Also ich wollte nur noch mal sagen, ich bitte um 3 Minuten. Sie müssen die 3 Minuten aber nicht ausschöpfen. Also vielen Dank noch einmal. Und dann darf ich jetzt vom WPK Frau Nicola Kurt bitten um ihre Ausführungen. Ich werde mich bemühen, die 3 Minuten zu schaffen. Ich freue mich sehr für die WPK, das ist der Verband der Wissenschaftsjournalisten in Deutschland, und als Medizinjournalistin meine Einschätzung abzugeben, wie man den Wissenschaftsjournalismus stärken kann und sollte. Vielleicht können Sie auch noch ein bisschen näher ans Mikro ran. Kann ich, gerne. Das wäre nett. Ja. Derzeit bewegt sich der Wissenschaftsjournalismus in einer ziemlich paradoxen Lage. Auf der einen Seite wird ihm höchste Systemrelevanz attestiert. Die Öffentlichkeit reagiert mit großer Nachfrage auf wissenschaftsjournalistische Beiträge. Aber der Journalismus funktioniert nicht nach den üblichen Regeln des Marktes. Und das aktuelle Geschäftsmodell des Journalismus krankt schon seit langem. Eine wachsende Nachfrage führt somit nicht unbedingt zu größeren Einnahmen bei den Medienhäusern, den Verlagen.
Und so beginnen die Verlage trotz steigender Klicks und Verkaufszahlen zu sparen. Es gibt Kurzmodell-Arbeitsmodelle so rum und es werden teilweise auch Ressorts geschlossen. Weitere Verlage gehen davon aus, dass sie im Herbst spätestens Mitarbeiterinnen kündigen müssen. Im Zuge der Corona-Krise werden auch komplette Budgets gestrichen, gerade im Rundfunk. Und so folgt mit der Corona-Krise auch ein Abbau der Qualität im Journalismus. Direkt betroffen sind auch viele freie Journalisten und viele Wissenschaftsjournalisten sind freie Journalisten. Es gibt eine prekäre Lage, die Aufträge gehen zurück oder bleiben ganz aus. Es gibt zwar Nothilfefonds, die sind aber schon relativ leer. Um es ganz klar zu sagen, beim nächsten Großereignis, bei der nächsten größeren Welle, die hoffentlich nicht kommt, wird systemrelevante Arbeit von Wissenschaftsjournalisten in der Form nicht mehr möglich sein, weil es viele Kolleginnen und Kollegen nicht mehr gibt. Ich will aber nicht nur jammern. Ich möchte auch natürlich ein bisschen in die Zukunft gucken, weil es gibt natürlich auch Bestrebungen, Strukturen aufzubauen, neue Modelle zu finden. Das sind zum Beispiel Indie-Startups, also Blogs, Podcasts, Online-Magazine wie Übermedien, Riff Reporter oder auch Medwatch, wenn ich das mal so sagen darf. Nischenprodukte sicherlich, aber wir erfüllen einen großen Informationsbedarf. Und das finanziert sich über Abos, die Leser abschließen bei Plattformen wie Steady. Ein anderes Beispiel ist natürlich das schon oft genannte Science Media Center, das gerade in der Corona-Krise natürlich gezeigt hat, wie wichtig es ist. Weitere Ideen gibt es zur Genüge. Was immer fehlt, ist natürlich das Geld, die umzusetzen, sie zu beginnen, sie anzudenken, die Transformation überhaupt zu entwickeln und weiter zu starten. Und wir wissen aus vielen wissenschaftskommunikationswissenschaftlichen Untersuchungen, dass so Strukturen für Pioniere fehlen in Deutschland. Und das war die Idee auch für die Wissenschaftspressekonferenz eben, die Gründung einer Stiftung anzuregen. Wir schlagen vor, dies zu tun, um Anschubfinanzierung zu leisten für zum Beispiel journalistische Start-ups, Inkubatoren und Prozesse zu starten. Entscheidend ist immer die Unabhängigkeit des Journalismus. Ich weiß, dass bei dem Vorschlag viele gezuckt haben und noch zucken. Ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist, den Journalismus in dieser Form unabhängig anzulegen, in diesem Stiftungsmodell. Und Beispiele dafür gibt es international. Es ist ja nicht so, dass das nur in Deutschland stattfindet. Zum Beispiel in den Niederlanden, in Kanada, in Australien oder auch in Österreich. Die Stadt Wien hat gerade eine Förderinitiative ausgeschüttet, 2,5 Millionen für 23 innovative Medienprojekte. Für mich wird sich natürlich zeigen und für uns alle auch, wo der Wissenschaftsjournalismus landet und wie man ihn auf die nächste Stufe setzen kann. Ich finde, wir sollten, Herr Brandt sagte das auch schon, wir sollten mutig sein. Ich bin es auch. Vielen Dank. Ja, nehmen wir gerne an, diesen Mut und danken uns für Ihre Ausführungen. Und nun darf ich Frau Beatrice Lugger vom NAWIC in Karlsruhe bitten. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde jetzt auch noch mal mich insbesondere auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Kommunikation, ihre Rolle mit der Öffentlichkeit und Stakeholdern und natürlich Wissenschaftsjournalisten zu kommunizieren, konzentrieren. Ich schließe mich da stark den Worten von Herrn Alt und Frau Boetius an. Und zwar aus folgendem Grund. Die kommunizierenden WissenschaftlerInnen haben in diesem ganzen Gefüge eine sehr zentrale Rolle, denn sie sind diejenigen, die aus erster Hand über ihre Forschung berichten oder die Forschungsergebnisse anderer in ihrem jeweiligen Fachgebiet bewerten können. Und sie genießen laut Umfragen regelmäßig auch das höchste Vertrauen und können somit Vertrauen in Wissenschaft und Technik fördern. Dies ist gerade in diesen Zeiten der lauten wissenschaftskritischen Stimmen von Skeptikern und Verschwörungstheoretikern sehr wichtig. Dass wir in der aktuellen Corona-Krise in Deutschland teilweise so hervorragend kommunizierende Forschende haben, ist aber ein Glücksfall, denn Aus- und Fortbildung in externer Wissenschaftskommunikation sind immer noch nicht im System verankert und wir haben auch keine substanziellen Anerkennungs- und Anreizsysteme für ein solches Engagement. Wir können nicht weiterhin auf dieses Engagement von einzelnen Naturtalenten bauen. Deshalb sind die in den Anträgen der Fraktionen skizzierten Ansätze in den Punkten Fortbildung, Anerkennung und Anreizsysteme für Kommunikation außerordentlich wichtig und sollten in der Umsetzung so konkret wie möglich ausdifferenziert werden mit entsprechenden Zeit- und Finanzbudgets. Kommunikation muss zu einem Merkmal wissenschaftlicher Reputation werden. Für zentral halte ich den Erwerb von Kommunikationskompetenzen innerhalb der wissenschaftlichen Ausbildung, idealerweise curricular, also in den Studiengängen, spätestens aber in der Promotionsphase in den graduierten Kollegs.
Wir haben mit unserem Institut inzwischen über 6.700 Personen Seminartage in Wissenschaftskommunikation gegeben. Und in diesen interaktiven Seminaren erfahren wir ziemlich genau, was die Forschenden brauchen. Sie wollen neben verständlicher Kommunikation beispielsweise auch wissen, wie eine dialogorientierte Kommunikation gelingen kann, die ein Hineinhorchen in die Gesellschaft ermöglicht. Oder sie wollen wissen, was man in der Kommunikation auch alles falsch machen kann. Sie wollen wissen, wie man Unsicherheiten kommunizieren kann und wie sie wissenschaftlichen Konsens als Thema vermitteln können. Solche Qualifikationsmodule müssen darüber hinaus meines Erachtens zwingend Hand in Hand mit der Vermittlung von Wissenschaftsethik und den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis stattfinden. Es gilt nämlich, sowohl die Qualität der Forschung als auch der Kommunikation darüber zu stärken. Außerdem benötigen wir Bewertungssysteme. Wir haben heute unzählige oder vielzählige Formate für einen direkten Austausch von Forschenden mit Teilen der Öffentlichkeit, von Slams über Bürgerdialogen bis hin zu Instagram. Und wir brauchen daher nicht nur und vor allem deshalb eigentlich eine weitere nachhaltige Stärkung der transdisziplinären Erforschung von Wissenschaftskommunikation. Wie wirken diese Teile eigentlich? Warum funktioniert etwas? Warum funktioniert etwas anderes eigentlich nicht? Wir brauchen eine Erforschung auch der Rollen der verschiedenen Akteure, von denen wir es hier heute haben, von den Wissenschaftsjournalisten, den Kommunikatoren und den Wissenschaftlern selbst in der Kommunikation. Außerdem möchte ich abschließend jetzt darauf hinweisen, dass es im Übrigen keineswegs neu ist, dass Wissenschaftler sich in der externen Wissenschaftskommunikation beteiligen. Es gibt heute nur neue Möglichkeiten, dies zu tun. Und WissenschaftlerInnen sind heute über Webseiten und Open Science Publikationen mit ihren Kontaktdaten sofort erreichbar und sie werden direkt angefragt. Deshalb sollten alle Forschenden, auch wenn sie nicht kommunizieren müssen, es zumindest wissen, wie Kommunikation mit Nicht-Experten und Medien funktioniert. Und sie sollten Position beziehen können, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage gestellt werden, egal ob in klassischen oder sozialen Medien oder im eigenen privaten Umfeld. Vielen Dank. Das war ein schöner Schluss. Vielen Dank. Nun darf ich Frau Dr. Ober bitten. Ja, vielen Dank. Ich komme jetzt vom Objekt Ihrer Wissenschaftskommunikation zum Subjekt, nämlich der Gesellschaft, den Menschen, die es erreichen soll. Wie passiert das? Und Sie haben gesagt, zivilgesellschaftliche Plattform, Forschungswende, nur kurz zu uns. Wir sind eine Plattform von Verbänden, und zwar von Umweltverbänden über Entwicklungshilfeverbände bis hin zu Sozialverbänden, die genau versuchen, ihre eigenen Mitglieder, ihre eigene Klientel mit hineinzunehmen in das System Wissenschaft, Innovation und Forschung, dort auch vermittelnd tätig zu sein, damit die Menschen auch vor Ort viel besser verstehen können, wie Wissenschaft funktioniert und sich auch ein Stückchen weit empowern können, selbst mitmachen können, Selbstwirksamkeit erleben können, um in diesem Wissenschaftstransfer auch selber aktiv zu werden. Das funktioniert ganz gut mit Reallaboren oder mit Citizen Science, mit transdisziplinärer Forschung, wo es darum geht, von der Problemdefinition her, worüber reden wir überhaupt, was ist unser gemeinsames geteiltes Problem, bis hin dann zur Forschung und zur Kommunikation, immer beide Seiten mitzunehmen, die Praxispartner, diejenigen, die es betrifft, und die Wissenschaft. Das ist was anderes als Wissenschaftskommunikation dann am Schluss, am Ende der Forschung mit aufzusetzen, sondern quasi im Prozess die Menschen auch mitzunehmen und auch die Menschen zu Betroffenen, zu Beteiligten zu machen und nicht nur zu Objekten. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie können wir die Gesellschaft sehr viel besser mitnehmen in den Krisen, die wir zu bewältigen haben. Wir haben jetzt nicht nur Corona-Krise, die ist gerade aktuell. Wir stecken aber immer noch mittendrin in der Frage der Klimakrise, im Verlust der Biodiversität, in der Frage, wie transformieren wir unsere Wirtschaft zu einer dekarbonisierten Wirtschaft hin, was uns noch zu ganz anderen Problemen und zu ganz anderen Herausforderungen bringen wird. Ich sagte zum einen, der Transfer vor Ort ist wichtig, in den Gemeinden, in den Kommunen, in den Regionen, dort, wo wir konkret leben. Dort können wir auch sehr viel besser mit Wissenschaft gemeinsam Angebote machen. Was bedeutet das in der Region, in der Kommune, wenn wir Klimapläne aufstellen für 2030, 2050? Was bedeutet das für das Thema Dekarbonisierung der Wirtschaft? Was verändert sich für die Arbeitnehmer und für die Menschen vor Ort? Das sind dann gemeinsame Fragen, die wir lösen können. Und da erzielen wir sehr viel mehr Wissen auch darüber, wie Wissenschaft funktioniert. Und das sehen wir jetzt ja gerade in der Corona-Krise wie im Brennglas. Wissenschaft ist vorläufig. Wir können immer quasi nur auf Sicht der Datenlage auch fahren. Sie muss sich revidieren. Das sehen wir ganz schön bei Professor Drosten in seinem Blog, der die Menschen auch immer wieder mitnimmt und sagt, das haben wir eben gestern noch anders bewertet als heute. Heute sind wir ein Stückchen weit schlauer und haben wieder mehr
mehr Wissen und wir müssen trotzdem entscheiden unter diesem Menetekel der Vorläufigkeit. Auch das ist was, was in Gesellschaft lernen muss, was nicht so einfach zu vermitteln ist, aber immer wichtiger wird, gerade angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und ich würde gerne noch mal anschließen an Frau Boetius. Was wir momentan sehen, ist, dass vieles in diesen Projekten sehr vorläufig ist. Aber es ist nicht prozedural verankert, es ist auch nicht institutionell abgesichert, weder im Wissenschaftssystem, weil die Belohnungssysteme für die Wissenschaftler sind eben sehr auf ihre Outputs, die in der Wissenschaft relevant sind, Publikationen, Patente, aber nicht im Transfer für die Gesellschaft. Vielen Dank. Ja, wir bedanken uns ebenfalls. Und nun Herr Volker Stollertz vom Science Media Center Germany, bitte schön. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Stellen Sie sich kurz vor, der unabhängige Journalismus ist ausgestorben. Keine unabhängigen Nachrichtenagenturen mehr, erst recht keine professionellen Redaktionen mit Wissenschaftsjournalisten. Stattdessen gibt es nur noch mächtige digitale Plattformen für die massenmediale Kommunikation. Diese stehen jeder Frau bzw. jedermann mit Sendungsbewusstsein offen. Hochbezahlte Influencer dominieren in öffentlichen Arenen. Klingt das nicht irgendwie auch für die Wissenschaft sehr verlockend, Botschaften live und ohne funktionierende vierte Gewalt verbreiten zu können? Aber was, wenn irgendwo entfernt eine solche auftaucht? In einem Staat, dessen Bürgerinnen nicht erfahren sollen, was wirklich vor sich geht. Die Corona-Pandemie zwingt uns zum kollektiven Gebrauch der Vernunft. Wir sind mehr denn je auf eine den Mächtigen gegenüber unbestechliche und integre Wissenschaft angewiesen und auf einen unabhängigen und für sein Publikum glaubwürdigen Journalismus über Wissenschaft. In den heutigen digitalisierten Content-Marketing-Märkten herrscht beileibe keine Knappheit an Daten und Informationshäppchen mehr. Aber Daten alleine sind noch keine Informationen. Information ist noch kein Wissen. Und Wissen allein bedeutet längst noch keine klugen Entscheidungen im Interesse aller. Reich zu sein bedeutet heute vor allem, vor Entscheidungen unmittelbar Zugang zum bestmöglichen Wissen zu haben. Wir wissen nicht erst seit der Corona-Krise, dass sich irrige und wirre Botschaften manchmal viraler verbreiten als verifizierte Tatsachen. Gefühlte Wahrheiten erreichen zum Teil enorme Reichweiten. Es fühlt sich bildlich gesprochen ein bisschen so an, als ob jemand ständig Öl in unser Trinkwasser kippt, der Journalismus als Wasserwerk der Demokratie aber zunehmend seinen Dienst versagt. Künftig solle doch jeder selbst für sauberes Trinkwasser sorgen, sprich mehr Medienkompetenz im Umgang mit digitalen Inhalten entwickeln, heißt es oft. Aber können wir so saubere Trinkwasserquellen, also verlässliches Wissen, auch wirklich für alle zur Verfügung stellen? Brauchen wir nicht dringend mehr Umweltschutz in öffentlichen Kommunikationsräumen? Hat das deutsche Parlament nicht auch den Auftrag der Verfassung in Artikel 5, die Freiheit der Berichterstattung über Wissenschaft zu gewährleisten, weil auch die Wissenschaft professionelle journalistische Beobachtung braucht? Wir haben es gehört. Es gibt Güter, die für die Allgemeinheit so unersetzlich sind, dass der Staat bei ihrer Bereitstellung helfen darf. Meine These ist, ein freier Wissenschaftsjournalismus ist in der künftigen Wissensgesellschaft ein ebenso hohes Gut wie die freie Grundlagenforschung. Die ungelöste Frage aber bleibt, wie kann ein für die liberale Demokratie unersetzlicher, kompetenter, unbestechlicher und gemeinwohlorientierter Journalismus über Wissenschaften in Zeiten digitaler Disintermediation und Desinformation finanziert werden? Als langjähriger Praktiker habe ich dazu eine Haltung. Es braucht in diesen fluiden Zeiten staatliche Ressourcen für mutige Pioniere, die mit klugen Experimenten erforschen, wie guter Journalismus über Wissenschaft sein Publikum erreicht. Staatsferne Fördermodelle für Journalismus werden derzeit in vielen Ländern erkundet. Mit dem Stiftungsmodell des Verbands der Wissenschaftsjournalisten WPK liegt ein Entwurf einer möglichen Rechtskonstruktion auf dem Tisch, mit dem die faktische Unabhängigkeit aller mit staatlichen Hilfen geförderter Pilotprojekte für den Wissenschaftsjournalismus garantiert werden könnte. Gerade die Forschungspolitik könnte bei der ohnehin notwendigen Neuorganisation des Journalismus die Geburt des Neuen fördern, in der freien Forschung ebenso wie im Fall des freien und unabhängigen Journalismus über Wissenschaft. Vielen Dank. Wir bedanken uns ebenfalls. Und als Letzter hat Dr. Jan-Martin Viarda die Chance, die 3 Minuten einzuhalten. Ich gebe mir Mühe. Herzlichen Dank. Was mich wirklich freut, ist, dass wir können es an dem heutigen Fachgespräch sehen, wir können es aber auch an den vorliegenden Anträgen sehen, dass die im Bundestag vertretenen Fraktionen sich sehr problembewusst auseinandersetzen mit der Frage moderner Wissenschaftskommunikation. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung will ich an der Stelle erwähnen und das Strategiepapier, das die Debatte befördert hat.
Und ich habe in meiner Vorlage ein erneut stehen. Es ist schön, dass der Bundestag sich erneut mit dem Thema beschäftigt. Das ist aber auch ein bisschen ein vergiftetes Kompliment. Manches kommt mir so ein bisschen vor wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich saß hier 2015 schon einmal. Ich glaube auch einige andere der eingeladenen Sachverständigen, um über die Gegenwart und Zukunft der Wissenschaftskommunikation geredet. Viele auch der heute diskutierten Gesichtspunkte kommen mir bekannt vor. Passiert ist dann 2015 im Anschluss relativ wenig. Die Debatte ist versandet. Ich will jetzt gar nicht die Frage stellen, warum das so war. Ich kenne einige Antworten. Die Frage ist nur, droht dieser Debatte dasselbe Schicksal? Ich hoffe nicht, bin aber nicht nur optimistisch. Drei kurze Punkte, was ich für wichtig halte. Ohne Verpflichtung läuft nichts. Wir können lange darüber reden, wie wichtig Wissenschaftskommunikation ist. Wenn wir die Wertigkeiten und Karriereanreize verändern wollen, dann müssen wir Wissenschaftskommunikation zum verpflichtenden Bestandteil in jedem größeren drittmittelgeförderten Forschungsprojekt machen. Und worüber auch darüber hinaus in Forschungsprojekten, da muss man darüber diskutieren, wie genau das funktionieren kann. Aber ich glaube, dieser Pflichtbestandteil darf nicht nur Alibi-Charakter haben. Ich hatte auch das Papier im BMBF vergangenes Jahr so verstanden. Vielleicht war das aber auch Wunschdenken. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob dort tatsächlich eine Verpflichtung gefordert war. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch ausgedrückt worden in den Anträgen, die Forderung, alle aktuellen und künftigen Initiativen, Projekte, Förderprogramme der Wissenschaftskommunikation regelmäßig und unabhängig evaluieren zu lassen. Das ist einerseits die Forschung, was Wissenschaftskommunikation eigentlich ausmacht, aber auch ganz speziell sich die Projekte anzuschauen und abhängig vom Evaluationsergebnis auch bereit zu sein, Initiativen zu beenden oder auszubauen. Und drittens, das freut mich wirklich sehr, dass das Thema Förderung des Wissenschaftsjournalismus heute einen deutlich breiteren Raum einnimmt, als es vor 5 Jahren war in der, im Gespräch. Auch die damals von mir schon vorgestellte Idee oder erhobene, wiederholte Forderung einer Stiftung zur Förderung der des Wissenschaftsjournalismus ist jetzt doch recht breit heute vorgekommen. Das war damals noch nicht so. Also auch dort sehe ich einen Fortschritt. Natürlich geht es darüber, dass man jetzt genau fragen muss, wie kann eine solche unabhängige Stiftung arbeiten, wie kann sie funktionieren. Ich bin auch der Meinung, es darf keine Dauerfinanzierung sein. Es muss um Anschub gehen für neue Ideen und Konzepte. Aber dass dort eine Form der neuen Unterstützung einer unabhängigen Stiftungsidee nötig ist, scheint mir ganz eindeutig und ich freue mich, dass diese Idee jetzt auch von einigen Sachverständigen vertreten worden ist und auch von einigen Mitgliedern des Bundestages auch in Fraktionen diskutiert wird. Herzlichen Dank. Wir bedanken uns ebenfalls für Ihre Ausführungen und wir treten nun in die Fragerunde ein. Ich darf noch mal wiederholen, eine Frage an 2 Sachverständige oder 2 Fragen an 2 Sachverständige. Und ich darf nun Kollegen Stefan Kaufmann bitten, 3 Minuten nicht zu überschreiten. Bitte schön. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Ja, spätestens durch die Corona-Pandemie sind Wissenschaft und Wissenschaftler verstärkt ins Rampenlicht gerückt. Die Bedeutung der Wissenschaftskommunikation ist noch offensichtlicher geworden. Und dass das Thema uns nicht erst jetzt beschäftigt, sondern schon länger, hat gerade noch mal Herr Wjada bestätigt, bereits in der letzten Legislaturperiode. Wir hatten schon eine Anhörung dazu, aber in dieser Legislaturperiode sind wir gemeinsam auch als Koalitionsfraktionen das Thema nochmals engagiert angegangen. Es gab viele Gespräche auch in Vorbereitung unseres Antrages und Ergebnis ist heute diese Anhörung. Ja, die Wissenschaft erfüllt im Moment eine sehr wichtige doppelte Rolle als Orientierungsinstanz. Sie berät politische Entscheidungsträger zu Fragen der Virologie und vielen anderen Disziplinen und auch zur Bekämpfung der Pandemie. Und sie erklärt gleichzeitig wissenschaftliche Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit und liefert damit auch die wissenschaftliche Begründung für die in Verbindung mit der Pandemie getroffenen politischen Maßnahmen. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön auch an all die, die mit großer Expertise und Verantwortung diese Aufgaben in den letzten Monaten wahrgenommen haben. Und was wir nun brauchen, und das haben ja auch die Stellungnahmen heute hier gezeigt, ist eine wirksame Wissenschaftskommunikation, sowohl in Form der institutionellen Kommunikation und der direkten Kommunikation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, als auch des Wissenschaftsjournalismus. Und hier sehen wir durchaus den größeren Handlungsbedarf. Und das hat sich in der Tat, Herr Wjada, auch verändert in den letzten Jahren. Dafür müssen wir die Wissenschaftskommunikation in ihren Strukturen und auch in ihrer Qualität nachhaltig stärken. Das wurde angesprochen und auch entsprechend fördern.
auch finanziell fördern. Das ist jedenfalls die Überzeugung der Koalitionsfraktionen. In unserem Antrag haben wir als Koalitionsfraktion eine Liste von 13 Maßnahmen vorgeschlagen, die dem Ziel der Weiterentwicklung der Wissenschaftskommunikation dienen sollen. Und es freut mich sehr, dass unsere Impulse bei den Sachverständigen auf breite Unterstützung gestoßen sind. Und gleichzeitig bin ich Ihnen allen auch für Ihre weitergehenden Empfehlungen heute sehr dankbar. Wir werden diese gemeinsam mit dem Koalitionspartner bewerten und über weitere Maßnahmen entscheiden. Nun aber zu meinen zwei Fragen an die Sachverständigen. Zum einen an Sie, Frau Boetius. Sie haben ja in Ihren Ausführungen den Aspekt der Wissenschaftskommunikation als Teil des Transfers nochmals hervorgehoben und eine nachhaltige Unterstützung jenseits der Projektförderung angemahnt, wie auch andere. Und Sie regen hierzu in Ihrer Stellungnahme eine Vorwärtsstrategie an und schlagen konkret Experimentierräume vor sowie ein Konjunkturprogramm. Wenn Sie das vielleicht nochmals etwas erläutern könnten, was das konkret meint. Und Sie, lieber Herr Viada, haben ja natürlich als Journalist besonders nochmal das Thema Wissenschaftsjournalismus betont, das wir in der Tat ja auch als große Herausforderung sehen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch schon vor Jahren in der Tat die Einrichtung von Förderstrukturen für einen unabhängigen Wissenschaftsjournalismus in Form einer unabhängigen Stiftung angeregt. Wenn Sie uns vielleicht über das, was Sie gerade gesagt haben, noch mal ein paar Details geben könnten, wie Sie sich eine solche Stiftung vorstellen und wie insbesondere die Unabhängigkeit in dieser Stiftung gewährleistet werden kann, die ja auch uns hier in der politischen Debatte etwas umtreibt. Herzlichen Dank. Schönen Dank, Stefan. Und als Nächsten darf ich Kollegen Dr. Ernst-Dieter Rossmann von der SPD bitten. Zwei Vorbemerkungen. Wir erleben aktuell in der Bild-Zeitung, wie Wissenschaft verwurstet wird. Und ich möchte ausdrücklich die Solidarität mit allen Wissenschaftlern und nicht nur mit einer Person hier für die SPD-Fraktion ausdrücken. Das Zweite, vor 21 Jahren war heute das Push-Memorandum beschlossen worden. Das war die Mutter aller Papiere. Und ich will für die SPD knapp 11 einfache Sätze zu unserem Grundverständnis sagen und zwei Fragen stellen. Erster Satz, Wissenschaft braucht Interesse, Vertrauen, Verstehen, Kritik. Sie gehört in die Mitte der Gesellschaft bis hin zur Bürgerwissenschaft. Zweitens, Wissenschaft hat eine methodisch begründete besondere Form der Autorität und muss darin auch geschützt werden. Drittens, Wissenschaftskommunikation ist systemrelevant und zugleich systemerweiternd. Viertens, Wissenschaftskommunikation übersetzt Kompetenz aus der Wissenschaft heraus und Kritik und Kontrolle in die Wissenschaft hinein. Sie sollte fünftens eine Grundkompetenz jeden Wissenschaftlers sein. Sechstens, Wissenschaftskommunikation braucht den wissenschaftlich qualifizierten und multimedialen Journalismus. Siebtens, sie muss auf Breitenwirksamkeit angelegt sein. Achtens, das System der Wissenschaft, das System der Politik haben eine respektvolle Partnerschaft zu pflegen. Neuntens, wissenschaftliche Politikberatung braucht gesicherte Strukturen und diverse Formate, von der Taskforce bis zur Zukunftsvorausschau. Zehntens, Wissenschaftskommunikation und Beratung bedürfen Aus- und Weiterbildung der kontinuierlichen Innovation, zum Beispiel an den Hochschulen, im Rahmen einer Agentur oder über eine Akademie. Und elftens, der Wissenschaftsjournalismus ist ein öffentliches Gut, das in einer öffentlichen und privaten Partnerschaft dauerhaft gefördert werden muss, zum Beispiel in einer Stiftung. Zum letzten Punkt, dafür ist die SPD explizit. Die beiden Fragen an Frau Kurt. Welches Modell zur Förderung des Wissenschaftsjournalismus in anderen europäischen Staaten haben Sie mit Blick auf die deutschen Verhältnisse aus welchen Gründen für besonders vorbildhaft angesehen? Und Herrn Haug möchten wir fragen, in welcher Weise sollte die Leopoldina als nationale Akademie ihr besonderes Leistungsprofil noch ausbauen können, und zwar in Ergänzung, nicht in Konkurrenz zu den spezifischen Möglichkeiten der Wissenschaftsallianz und der Hochschulen. Vielen Dank. Wird positiv in Ihrer Akte vermerkt, dass Sie das so gut hingebracht haben. Als Nächsten darf ich nun Dr. Mark Jungen von der AfD bitten. Ja, vielen Dank an alle Gäste, Vortragenden. Wissenschaft ist neben Demokratie eine wichtige Säule der modernen Gesellschaft sozusagen. Ohne Wissenschaft könnte man sich eine freiheitlich-demokratische Grundordnung wahrscheinlich gar nicht vorstellen. So wie Regierungen in der Moderne abgewählt werden können, so können wissenschaftliche Theorien falsifiziert werden und müssen sich als falsifizierbar erweisen. Auf diese Parallele hat schon Karl Popper hingewiesen. Insofern sehen wir es auch sehr wichtig an, dass die Bürger informiert sind über wissenschaftliche Erkenntnisse, dass diese Erkenntnisse in die Bevölkerung hinein diffundieren.
Und wir halten deswegen auch Wissenschaftskommunikation als solche für notwendig, auch einen guten Wissenschaftsjournalismus, der nicht zuletzt auch die Aufgabe hat, das Deutsche als Wissenschaftssprache weiterhin zu erhalten, zumindest auf dem populären Niveau, nachdem ja viele Studiengänge bereits auch in Deutschland nur noch in Englisch angeboten werden. Aber es liegen jetzt Pläne der Regierung vor, die Wissenschaftskommunikation zu einer regelrechten Third Mission neben Forschung und Lehre auszubauen. Man spricht hier vor allem davon, Forschungsbereiche von hoher gesellschaftlicher Relevanz gegen Fake News verteidigen zu wollen und gegen Wissenschaftsfeindlichkeit im Allgemeinen. Vor dem Hintergrund nun der Erfahrungen mit der Art, wie über den Klimawandel kommuniziert wird und jetzt teils auch über Corona, haben wir hier ernste Sorgen, nämlich dass unter dem Deckmantel der Wissenschaftskommunikation eine Indienstnahme der Wissenschaft für politische Ziele, für gesellschaftspolitische Ziele stattfinden könnte seitens bestimmter interessierter Kreise. Insbesondere dann, wenn zunehmend nur noch diejenigen Forschungsbereiche finanziert werden sollen, wie sich ja hier in den Plänen der Regierung abzeichnet, die auch entsprechend attraktiv kommuniziert werden können oder schlimmer noch, die eben diesejenige Richtung vertreten, die die Regierung als politisches Ziel vorgegeben hat, beispielsweise den Klimawandel, der dann als menschengemachter hauptsächlich definiert wird, zu stoppen. Ja. Und der Wissenschaftler wird hier von der Rolle des der kommunizierende Wissenschaftler von der Rolle des ehrlichen Maklers, der unterschiedliche Modelle und Lösungsvorschläge eigentlich nur vorstellen sollte und es dann den demokratischen Institutionen überlässt, welchen Weg sie denn einschlagen wollen, weggedrängt und in die Rolle eines interessierten Advokaten, also für eine bestimmte Sache, hineingedrängt, der den Regierenden dabei hilft, einen alternativlosen Weg oder eine vermeintlich alternativlose Position mit dem Nimbus der wissenschaftlichen Autorität zu versehen. Das kann dann bis zum religiösen Eiferertum gehen, wie wir es an dem Phänomen Greta Thunberg ablesen können. Das ist für uns ein Paradebeispiel dafür, wie Wissenschaftskommunikation nicht funktionieren sollte. Herr Jung, Sie denken an Ihre Frage. Ja, meine Frage ist in diesem Zusammenhang an Herrn Professor Alt, ob Sie diese Gefahren auch sehen, dass die Wissenschaft hier politisiert wird und die Politik sozusagen verwissenschaftlicht, was beiden Bereichen nicht gut tut. Und dieselbe Frage möchte ich auch an Herrn Dr. Stollert stellen. Vielen Dank. Ja, wir danken ebenfalls und nun darf ich Herrn Dr. Thomas Sattelberger von der neuen FDP bitten. Ja, ganz lieben Dank, Herr Vorsitzender, und danke an die Expertinnen und Experten. Ich glaube, Professor Streeck und Professor Drosten haben sehr praktisch erlebt, dass Corona ein Testbett, ein Prüfstand ist oder eine Katakombe für Wissenschaftskommunikation. Wer gewinnt die Lufthoheit über den Stammtischen? Verschwörungstheorien versus solider Wissenschaftskommunikation. Wie stilisieren oder bekämpfen Medien Wissenschaftskommunikatoren? Wie werden Wissenschaftler politisch instrumentalisiert oder lassen sich politisch instrumentalisieren? Sind es Programme oder ist es die Persönlichkeit des Wissenschaftlers und der Wissenschaftlerin? Ist es fachliche Bildung dafür oder ist es Persönlichkeitsbildung für dieses Thema? Wir haben uns in unserem Antrag sehr substanziell mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich möchte nur einige der Forderungen aufgreifen. Wir wollen eben nicht nur die Koryphäen und Gurus, sondern die vielen Hunderttausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen dafür gewinnen. Das heißt aber auch, dass Kompetenzen aufgebaut werden. Und dieser Kompetenzerwerb wollen wir ab der Promotionsphase verpflichtend verankern. Wir wollen aber auch, dass Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihre Compliance-Strukturen aufbauen, denn die Integrität der Wissenschaft und der Wissenschaftlerin ist Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit nach außen. Die Nichtreplizierbarkeit sehr vieler Forschungsergebnisse spricht hier Bände. Wir wollen, dass die Wissenschaftskommunikation verpflichtend Teil von Forschungsprojekten wird und statt der Kommunikation zwischen Eliten, und das hat mich hier am meisten bisher beschäftigt,
Das ist im Grunde eine bildungsbürgerliche Elitendebatte im Augenblick. Wie gelingt es, die Menschen zu erreichen, die die Wissenschaft normalerweise nicht erreicht? Und last not least natürlich eine gute Unterstützung für die Stiftung, die Sie, Herr Viarda, gefordert haben. Zwei Fragen an Frau Lugger. Ja, Sie sprechen von Anreizen, von Credits, von Wertschätzung für Karriere. Sie sprechen aber auch von der Frage Diskreditierung durch starke Hierarchien. Was meinen Sie damit? Und zum Zweiten, wer sollte die Forschenden in der Wissenschaftskommunikation schulen? Ist das ein offener Weiterbildungsmarkt? Ist es der Arbeitgeber? Ist das das Studium selber? Wo und in welchem Umfang? Wer soll das organisieren? Sollte die Teilnahme verpflichtend sein? Recht herzlichen Dank. Schönen Dank, Dr. Sattelberger. Und nun darf ich Frau Dr. Petra Sitte von Die Linke bitten. Ja, danke schön. Es kommt ja nicht so oft vor, dass ich direkt an der FDP anschließen kann, aber das aber mir geht es in der Tat darum, und das merken wir auch ein bisschen an der Zusammensetzung der Expertinnenrunde, dass wir Wissenschaftskommunikation nicht zu eng fassen, nicht als Wissenstransfer zu sehr fokussieren, sowohl aus der Perspektive des Wissenschaftsjournalismus als eben auch aus der Perspektive der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und der Aufstellung des Systems, in dem sie sich bewegen, sondern dass wir es, und deshalb möchte ich meine Fragen an Frau Dr. Ober stellen, dass wir es als gesellschaftlichen Prozess verstehen. Und deshalb, also Sie haben ja vorhin mit einem Parforce-Ritt Ihr Verständnis von Wissenschaftskommunikation versucht darzulegen. Das würde ich gern noch mal ein wenig erweitern, insbesondere unter den Perspektiven, die Sie als NGO in den letzten Jahren mit Ihren Projekten gemacht haben. Wie kann dieser Dialog, wie kann diese Flut von Wissen, von Erkenntnissen einerseits aus der Wissenschaft heraus selber, aber eben umgekehrt auch dieses Wissen, das Alltagswissen beispielsweise, die Bedürfnisse von Menschen zurückgekoppelt werden und die gegenseitige Durchdringung erreicht werden. Das wäre mir sehr wichtig, dass wir das noch mal mit aufnehmen in die Diskussion. Und die zweite Frage, ich mache es jetzt mal ein bisschen platti, aber das darf man ja hier. Ich habe immer wieder beobachtet, dass die gleichen Wissenschaftler, die an Universitäten, die an Hochschulen, in Projekten drinnen stecken, die mega fokussiert sind an ihren Einrichtungen, die Projekte in kurzen Zeiten mit Arbeitsverträgen und so weiter, das wissen Sie alle selbst, muss ich nicht erklären, also mega unter Druck stehen, aber doch außerhalb dieser Einrichtung sich wiederum engagieren in Strukturen wie NGO, um gesellschaftlich mitzuwirken, gesellschaftlich mitzugestalten. Und deshalb hätte ich von Ihnen auch gern noch mal, wenn Sie es nicht so sehen, müssen Sie es sagen, ob es denn tatsächlich neben diesen Einrichtungen auch der Förderung, der Öffnung einen anderen Kulturbedarf, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in dem Leute umgekehrt sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wenden können, neue Räume finden, um diesen kritischen Diskurs zu führen, dessen, was aufgenommen werden soll, wie soll es umgesetzt werden und wie kann es dann auch ausgestattet sein? Soweit zu meinen beiden Fragen. Danke. Ich war gerade etwas abgelenkt, Frau Dr. Sitte. Die beiden Fragen gehen an Frau Dr. Ober, ja? Ja, beide Fragen gehen an Dr. Ober. Sie waren gut, abgelenkt. Gut, vielen Dank, das nur zur Klärung. Dann darf ich von Bündnis 90 Die Grünen Frau Dr. Anna Christmann bitten um Ihre Fragen. Ja, vielen Dank. Auch wir freuen uns natürlich sehr, dass dieses Fachgespräch heute endlich stattfindet, nachdem wir ja ein bisschen verschieben mussten aufgrund der aktuellen Lage. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass es heute stattfindet, weil natürlich die Pandemiesituation uns das ja sehr deutlich vor Augen führt. Wir schätzen es auch sehr, dass neue Ideen jetzt zur Wissenschaftskommunikation und auch was den Wissenschaftsjournalismus anbetrifft in der Debatte sind. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, dass wir uns jetzt auch auf diese neuen Ideen fokussieren sollten.
und wirklich gucken, was braucht es denn an neuen Instrumenten, die wir nicht schon haben. Weil ich glaube, das ist ein bisschen die Schwierigkeit, wenn wir über Dinge wie Citizen Science reden, bessere Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft, Weiterförderung, Haus der kleinen Forscher. Das sind alles Dinge, die auch uns gerade als Grüne seit langem ein Anliegen sind und die ja glücklicherweise in Teilen auch bereits gefördert werden. Und das sollte man sicherlich weiter tun und weiter auch noch stärker unterstützen. Aber ich glaube, das sind nicht die wirklich neuen Impulse jetzt für die Wissenschaftskommunikation oder den Wissenschaftsjournalismus, sondern ja auch noch ein Stück andere Formate aus anderen Bereichen. Deswegen finde ich wirklich wesentlich diese Debatte um die Frage der Stiftung, die ja hier auch vorgeschlagen ist von einigen Akteuren, die jetzt heute hier auch in der Anhörung sitzen. Und da wäre auch meine erste Frage zu. Die Bundesministerin Karliczek hatte sich ja in einem, bei der Vorstellung ihres Papiers eher kritisch dazu geäußert, den Wissenschaftsjournalismus überhaupt in irgendeiner Form staatlich zu unterstützen und sehr betont ist die Unabhängigkeit aus ihrer Sicht quasi dem vollkommen entgegenstünde, da überhaupt etwas zu tun. Deswegen geht dahingehend meine Frage an Herrn Stollatz, wie Sie denn diese Problematik sehen mit diesem Stiftungsmodell. Wird durch das Modell dem entgegengetreten, dass da trotzdem die Unabhängigkeit gewahrt wird? Das ist ja ein valider Punkt. Aber ich würde da jetzt ein Fragezeichen dran machen, ob man nicht mit so einem Stiftungsmodell vielleicht dann auch eben einen Weg finden kann, diese Unabhängigkeit zu wahren. Und das wäre meine erste Frage an Sie. Und dann haben wir ja die ganze Debatte, machen wir einen Teil von Fördergeldern verpflichtend für Wissenschaftskommunikation. Auch das wäre ja ein neuer Schritt. Das wird ja in Teilen gemacht, aber eben nicht flächendeckend überall. Da ist die Frage, einerseits gab es auch Stimmen, die gesagt haben, wenn wir zu was verpflichten, ist das vielleicht kontraproduktiv, weil nicht jeder da auch zu geboren ist. Auf der anderen Seite kenne ich auch ein bisschen die Rückmeldung, dass natürlich in dem Sinne, was professionell an Wissenschaftskommunikation von den Institutionen kommt, das ist natürlich auch so sehr stark angewachsen. Und das wäre jetzt, auch wenn da natürlich viele von Ihnen wahrscheinlich was zu sagen könnten, meine Frage an Frau Kurt von der WPK, wie ist denn die Situation, wenn da ganz viel natürlich kommt von der Wissenschaftsseite, brauchen wir ja auf der anderen Seite auch jemanden, der das rezipieren kann. Und da sind wir wieder beim Wissenschaftsjournalismus, dass man da auch nicht erschlagen wird von quasi sehr ansteigender Wissenschaftskommunikation permanent aus jedem Projekt, wie das noch handelbar ist. Da wäre ich interessant einfach an dieser Perspektive. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich ebenfalls für die interessanten Fragen von allen Kolleginnen und Kollegen und darf nun in die Antwortrunde eintreten und als ersten Herrn Dr. Peter André Alt bitten, die Fragen von Dr. Jongen zu beantworten. Ja, Herr Jongen hatte gefragt, ob die Wissenschaftskommunikation in eine problematische Zone gerät und die Wissenschaft generell, wenn sie die Politik berät und da womöglich die Gefahr bestehe, dass sie instrumentalisiert werde. Zunächst einmal muss man prinzipiell festhalten, dass die Wissenschaftskommunikation in der wissenschaftlich fundierten Politikberatung sicherlich sagen wir mal einen Teilsektor hat, der nicht nur legitim, sondern ja auch demokratisch erwünscht ist. Und die aktuelle Situation zeigt, dass es Phasen geben kann in unserer Gesellschaft, in unserer Weltgesellschaft, in der diese wissenschaftliche Fundierung der politischen Entscheidung sogar unabdingbar ist. Wir müssen, glaube ich, bei der Beantwortung der Frage ausgehen von dem Umstand, dass es die Wissenschaft ja nicht gibt, sondern wissenschaftliche Positionen, auch innerhalb eines Fachs. Und dass die Wissenschaftsfreiheit, das ist die zweite Prämisse, eine Festlegung ist, ein Wert ist, der nicht eine Einbahnstraße bedeutet. Wissenschaftsfreiheit bedeutet für die Wissenschaft selber Freiheit ihrer Methoden und Themenwahl, bedeutet aber umgekehrt auch, dass die Wissenschaft, das wird zu selten beachtet, ja auch Freiheit zurückgibt an die Gesellschaft, nämlich insofern, als sie nicht nur einfach Fakten vermittelt, sondern immer auch Spielräume für die Deutung dieser Fakten. Das ist das, was uns häufig auch als Laien ja dann Schwierigkeiten bereitet, dass es nicht einfache, ungeteilte Wahrheiten gibt, sondern Entscheidungsmöglichkeiten innerhalb von Varianten. Und ich denke, dass eine gute Wissenschaftskommunikation genau diesen Spielraum auch sichtbar machen muss und dass insofern auch die Beratung der Politik durch die Wissenschaft nicht die Gefahr birgt, dass es zu Verzerrungen oder Einseitigkeiten kommt, sondern am Ende hat natürlich die Politik
das Primat der Entscheidung und auch die Notwendigkeit, Prioritäten zu setzen. Insofern glaube ich nicht, dass das hohe Gut der Freiheit sowohl der Wissenschaft als auch unserer Gesellschaft gefährdet ist, wenn Wissenschaft Politik berät, sondern im Gegenteil, es ist gerade ein Ausdruck der Freiheit, die durch die Wissenschaft an die Gesellschaft zurückgegeben wird, dass hier Deutungsspielräume entstehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch bei der Qualifizierung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu guten Wissenschaftskommunikatoren immer im Blick haben müssen, dass wir hier allen das Bewusstsein vermitteln, dass sie eben nicht nur über bestimmte Fakten aufklären, sondern dass sie immer auch zeigen, wo Meinungsunterschiede entstehen könnten und dass man eben auch sensibilisiert für unterschiedliche Methoden. Wir haben das jetzt gerade im Zuge der Corona-Diskussion, finde ich, auch im Wissenschaftsjournalismus sehr gut gesehen. Das Beispiel 4 Modelle für Impfungen, das den Menschen doch jetzt deutlicher vermittelt, auch auf welchen Mechanismen Impfungen beruhen können, wie unterschiedlich das ist. Und das zeigt, denke ich, dass die Wissenschaftskommunikation im besten Sinne Aufklärung ist, und zwar Aufklärung in dem Sinne, dass sie a. Prozesse zeigt. Wissen ist nichts, was statisch ist, sondern prozessual. Zweitens, dass sie Optionen zeigt. Wissen ist nichts, was immer nur in eine Richtung weist, sondern Möglichkeiten für den Menschen und damit auch für die individuelle Selbstbestimmung und auch für die Politik bietet. Und das schließt dann auch die Qual der Entscheidung manchmal ein. Und Wissenschaftskommunikation zeigt eben auch, dass es keine unteilbaren Wahrheiten gibt. Und das lässt sich, denke ich, sehr wohl auch mit einer wissenschaftlich fundierten Politikberatung verbinden, setzt aber gute Qualifizierung in diesem Sektor voraus. Vielen Dank, Herr Dr. Alt. Und nun Frau Dr. Motzius, die Frage von Stefan Kaufmann. Ja, Herr Stefan Kaufmann hat gefragt, wie sähe dann ein gutes Konjunkturprogramm für Wissenschaftskommunikation aus? Und von einzelnen von Ihnen kamen ja schon Hinweise, es gibt doch schon so viel in den Papieren, ist ja aufgelistet auf einer Seite, was es alles schon gibt und was gefördert wird. Aber wenn ich Sie jetzt fragen würde, zum Beispiel, was gibt es denn noch außer Haus der kleinen Forscher, was gibt es denn noch, was solche Angebote schneidet wie SMC, was gibt es denn noch wie NAVIC, dann wird es sehr dünn. Und alle diese Dinge, die Sie aufgezählt haben, die es schon gibt, sind nicht nachhaltig, verlässlich, langfristig gefördert. Und wenn man bedenkt, was ein Konjunkturpaket erstmal schaffen soll, das braucht eine systemische Analyse, wie fördert man, wie schafft man einen Anreiz zu mehr Selbstständigkeit zu, und um bestimmte Zeiträume, in denen es mit der Konjunktur hier und da nicht klappt, zu überbrücken. Und diese Papiere liegen ja vor. Das ist zum Beispiel im Wissenschaftsratpapier klar gemacht worden, dass die Wissenschaftskommunikation, und zwar sowohl in der Wissenschaft wie auch im Journalismus, eben erstmal auch mit Digitalisierung, auch mit der Vielzahl von Kanälen umgehen muss. Und das ist eine Palette, die bewältigt werden muss aus dem Lauf und die eben nicht in den Ansprüchen, die da sind, so gefördert wird. Das geht eben nicht so nebenher. Die zweite Sache, die wir immer wieder gehört haben, und da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, weil noch 3 Fragen dazu kommen, die veränderten Arbeitsbedingungen der medialen Akteure, die veränderten Arbeitsbedingungen der Wissenschaft, das ist einfach nicht, es ist nichts, was aus dem Stand nebenher läuft, gute Wissenschaftskommunikation, denn sie braucht ja all die Dinge, die auch genannt worden sind. Sie braucht Strategie, sie braucht Wirksamkeitsanalysen, sie will evaluiert werden, sie kriegt Feedback, sie muss auch sich merken, zulernen. Diese Dinge, die systemische Beforschung auch der Wirkung von Wissenschaftskommunikation und die Entwicklung von Qualitätskriterien, das ist alles nicht nachhaltig aufgestellt, nicht systemisch gefordert. Und das reicht nicht zu sagen, aber wir haben noch 1, 2, 3, weil wenn man in den Topf guckt, dann können die, wenn Stiftungen wegfallen, genauso schnell weg sein. Und man muss mal genau hingucken. Nur ein Beispiel. Es geht darum, einen Preis von Jugend forscht, Öffentlichkeit wirksam mit Begleitung von Medien zu übergeben. Dann gucken alle in die Töpfe und staunen, weil es eben gar nicht aufgestellt ist, dass dieser Preis medial wirksam in der Öffentlichkeit mit einer Veranstaltung gefördert wird. Und der Alltag von uns ist geprägt von einer wirklich sehr kleinteiligen, kurzfristigen Förderung in der Wissenschaftskommunikation, die eben nicht gerecht wird, was sie leisten soll. Wenn Sie sich selbst mal einen Moment fragen, wie viel Geld geben wir denn wohl eigentlich in die Wissenschaftskommunikation als Teilleistung der Forschung oder als Teilleistung der Medien, werden Sie finden, Sie können die Frage gar nicht beantworten,
Sie werden erstaunt sein, wenn Sie Umfragen lesen würden von Wissenschaftlern oder Institutionen, wie viel geht denn da eigentlich rein? Es ist nicht einfach, weil es immer als nebenher gefordert wird. Und die Herausforderung, also nochmal Vielfalt der Kanäle, Digitalisierung, veränderte Arbeitsbedingungen, zunehmender Wettbewerb, in dem die Frage Wissenschaftskommunikation nicht gut geklärt ist, welche Rolle spielt die im Wettbewerb, das braucht Unterstützung. Für uns sieht also ein Konjunkturprogramm so aus, dass man auf Wissenschaftskommunikation als Leistung mit Teilen der Wissenschaft, Teilen draußen in den Medien, Teilen in der Gesellschaft, bei Bürgerbewegung, dass man dort hinschaut und sieht, wie ergänzen die sich, wie können die langfristig wirken, sich mit verändern mit den sich veränderten Kanälen, wie können von klein auf durch lebenslanges Lernen, was da eine Bedingung ist, wie können Angebote geschaffen werden, wie können die so unterstützt werden, dass es Rahmeninstitutionen gibt, die da hinschauen und die nachsteuern können, die auch eben genau dieses Überwachen und Verändern leisten. Da haben wir einige schon etabliert, aber die kämpfen eben um Projektmittel nach wie vor und die müssen sich dem Markt anpassen. Die können sich nicht so weit in völlig neue Experimentierräume einfach trauen. Und diese große Frage, die zurechtgestellt wird, erreicht die Wissenschaft mit ihrer Kommunikation, erreicht die Politikberatung, die Politik, erreicht die Wissenschaftskommunikation den sogenannten bildungsfernen Bürger, der zu Teilen tatsächlich ein bildungsnaher, wissenschaftsferner Bürger ist. Das braucht wirklich eine kräftige Unterstützung der Forschung. Das kann kein Nebenher sein, sondern das braucht drinnen wie draußen. Die systemische Analyse muss zur Chefsache werden. Da freuen wir uns, dass das BMBF das auch einfordert. Aber wir sehen auch mit Schrecken, wie Herr Biada schon gesagt hat, diese Debatte, die führen wir seit 20 Jahren. Und wir sind noch nicht da, dass so ein reiches Land wie Deutschland seine Kinder, seine Menschen, seine Journalisten so fördert, dass der Rolle von Information und Kommunikation und Beratung gerecht wird. Da sind wir im völlig untermaßigen Bereich. In der Wissenschaft sind es nicht mal 1% der Leistungen, die in diesen Bereich geht. Und draußen wackelt es eben. Also Konjunkturpaket, wie anderen Konjunkturpakete, bitte auf Basis systemischer Analysen und bitte mit dem Blick für Kurzfristigkeit, für Regeln, für Qualität, aber vor allen Dingen auch einen langfristigen Rahmen, den Ihnen Institutionen wie NAWIC, SNC, wie ID, das sind die wenigen zusammen mit der Arbeit, die die Stiftung geleistet haben in dem Bereich, sicherlich gerne noch mal ausführlich vorlegen können. Aber Hilfe ist wirklich dringend und es ist auch wirklich nicht Wissenschaft gegen Journalismus hier. Die Wissenschaft fordert genauso ein, dass diese Kraft draußen, die uns ja mithilft, uns auch kritisch zu sehen und uns zu fordern, dass die gestärkt wird. Danke. Danke, Frau Dr. Bozius. Herr Dr. Brandt, Sie werden sicherlich in der zweiten Runde mit Fragen beglückt und deswegen darf ich gleich weitermachen mit Herrn Dr. Haug, der die Frage von Herrn Dr. Rossmann beantworten wird. Ja. Vielen Dank. Die Frage war, was könnte eine zusätzliche Rolle der Leopoldina sein, ohne jetzt in der Allianz zu stören, sage ich mal etwas despektierlich. Das tun wir auch gar nicht. Was die Leopoldina kann als Nationale Akademie der Wissenschaften, ist Konsens erzeugen. Dass wir also wirklich mit unseren als Pfund 1600 Mitgliedern, das sind alles jetzt Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher, natürlich eine außergewöhnliche Expertise haben. Ein Drittel der Mitglieder sind internationale Mitglieder. Und wenn wir Arbeitsgruppen zusammenstellen, werden auch jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür rekrutiert, immer Exzellenz und Expertisen basiert. Und die Kritik, die eben häufig kommt, das gilt nicht nur für uns als Nationale Akademie der Wissenschaft, das gilt für die gesamte Akademienwelt, aber häufig auch für die Allianz der Forschungseinrichtungen, dass wir zu langsam sind. Und wenn wir eine Stellungnahme schreiben, die dann üblicherweise zwischen 100 bis 400 Seiten hat und 2 Jahre braucht und das an Corona jetzt anwenden, dann bringt das natürlich nichts. Also was wir jetzt geschafft haben und konnten es auch zeigen, dass wir mit so einer Art schnellen Eingreifgruppe, so einer Art Taskforce, wirklich diese wissenschaftliche Exzellenz bündeln können. Wir können das integrieren
Und wir können das entsprechend schnell und ich denke auch ohne Qualitätsverlust, weil all die Personen in sich ja die wirklich herausragenden Forscherinnen und Forscher sind. Das sind ja als Max-Planck-Direktoren aus der Helmholtz-Gemeinschaft hervorragende Uniprofessorinnen und Professoren, Fraunhofer. Das Ganze kriegen wir integriert. Und wenn wir es schaffen, und das können wir schaffen, und bräuchten aber da tatsächlich vielleicht etwas Hilfe für so eine Taskforce, wir haben das mal so despektierlich schnelle Eingreifgruppe genannt, dann kann man diesen Austausch zwischen Wissenschaft, Politik, Gesellschaft erhöhen. Und da ist auch das Antizipieren von Themen ganz entscheidend. Und das ist natürlich besonders erfreulich, wenn man das gemeinsam auch machen könnte in Journalistenkollegs, was wir teilweise auch tun, ja, um diesen Austausch dann direkt zwischen Wissenschaft über den unabhängigen Wissenschaftsjournalismus in Politik und Gesellschaft zu gehen. Das ist also diese Pilotgruppe Rapid Policy Advice, die hier zusätzlich ist. Und wir hatten gestern eine Allianzsitzung. Kollege Alt hat so schön gemacht, gemeint, naja, das kann ich ja mal probieren in einem Abstimmungsprozess mit meinen 268 Kolleginnen und Kollegen. Und schnell in unserer Welt heißt halt auch mal wirklich so ein konsensuales Integral, wie wir das jetzt gemacht haben, in 2 bis 3 Wochen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und wir fahren fort mit Frau Nicola Kurt, die Fragen von Dr. Rossmann und Frau Christmann beantworten wird. Ich darf Sie allerdings noch mal bitten, Ihre Antworten auch möglichst kurz zu halten, weil wir um 12 Uhr fertig sein wollen. Da machen wir mit unserer Sitzung weiter. Deswegen bitte noch mal um kurze Antworten. Das gilt natürlich für die zweite Runde nachher in gleicher Weise. Bitte, Frau. Bei den Stiftungsmodellen oder überhaupt den Fördermodellen für Wissenschaftsjournalismus sieht man sehr schön, dass jedes Land da auf den eigenen Startbedingungen Lösungen findet. Gut finden wir zum Beispiel das, was in Österreich jetzt gerade passiert ist. Da ging es aber auch wirklich darum, schnell qualitativ guten Wissenschaftsjournalismus zu fördern. Das läuft über die sogenannte Wiener Medieninitiative. Das Geld kommt von der Wirtschaftsagentur Wien. Und das ist relativ schnell gegangen. Es wurde ausgeschrieben und die Projekte wurden dann gefördert, die sich da in einem Katalog als gut erwiesen haben. In Kanada ist es zum Beispiel ein langfristiges Projekt. Da wurden dann also sozusagen alle Forschungsinstitutionen und alle großen Medien zusammengeschnallt in einem großen Panel. Und die haben sich das zusammen überlegt, was muss man tun, um qualitativ hochwertigen Wissenschaftsjournalismus zu unterstützen. Und dann sind halt verschiedene Fonds und auch Steuererleichterungsmodelle geschaffen worden und werden noch diskutiert. Und in den Niederlanden zum Beispiel finden wir auch sehr gut, da gab es dann auch einen Vorlauf. Also es wurden Studien gemacht im Rahmen der Wahl 2018 und es gab dann auch einen Think Tank, wo dann Menschen zwischen 20 und 30 Ideen erarbeitet haben. Und dort gibt es also auch verschiedene Fonds und Fördermaßnahmen, wo dann zum Beispiel auch Bändle oder auch der Korrespondent daraus entstanden sind. Und die Stiftung, die wir vorschlagen, ist eben auch eine Verbrauchsstiftung, die auch schnell aufgesetzt werden kann, um eben den jetzt gerade stattfindenden Transformationsprozess zu unterstützen. Also dass man da, gerade wo die Not am größten ist, auch direkt was tun kann. Das ganz schnell. Und dann noch die zweite Frage, wie kann man als Wissenschaftsjournalist der Flut von Infos, die da reinkommen, begegnen? Das war richtig verstanden. Ich glaube, das geht insofern, wenn man das halt schon ein bisschen länger macht und man dann relativ schnell so ein bisschen kanalisieren kann, ist es eine gute Studie, ist es verlässliches Wissen, man weiß, wo man anruft, wen man fragt und wo man dann eben auch checken kann, ob es stimmt. Das Problem ist sicherlich für Kollegen, die das eben nicht immer machen oder noch nie gemacht haben, wird es dann schon schwieriger, eben das zu erkennen. Und da ist es zum Beispiel auch super, dass es eben das Science Media Center gibt, wo sich ja jeder auch dran wenden kann und auch eine relativ schnelle Einschätzung bekommt, von die Studie ist gut oder nicht. Leider passiert das noch nicht zu häufig. Also es gibt halt immer wieder Geschichten, wo dann auch Journalisten aus welchen Gründen auch immer einfach aus irgendwelchen Dingen zitieren und aus dem Zusammenhang reißen, um Schlagzeilen zu machen. Und gerade da finde ich es extrem wichtig, dass die grundlegenden Strukturen auch im Wissenschaftsjournalismus gestärkt werden. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und nun Frau Lugger zu den Fragen von Herrn Sattelberger. Ja, vielen Dank für diese Fragen. Ich steige mal erstmal ein mit der Diskreditierung durch Hierarchien, was hier genannt wurde, was ich auch immer wieder betone, beziehungsweise was in unseren Seminaren auch vielen Teilnehmenden genannt wird. Das heißt,
Sie bekommen dann gesagt von Ihren Vorgesetzten, wenn du Zeit für Wissenschaftskommunikation hast, dann bist du wohl nicht so sehr an deiner Forschung interessiert. Beziehungsweise Sie haben dann bei uns etwas gelernt und kommunizieren uns später zurück, dass Sie sozusagen von Ihren Vorgesetzten wieder eingefangen wurden. Sie dürfen jetzt nicht einfach loslegen mit dieser Wissenschaftskommunikation, also auch so eine Art Kontrollfunktion, die da gegeben ist. Es gibt auch Umfragen international, wo jetzt im internationalen Querschnitt zum Beispiel die Forschenden sagen, die Nachwuchsforschenden, dass sie davon ausgehen, zu 75%, dass Wissenschaftskommunikation noch in ihre Karriere einzahlt. In Deutschland sind wir da nur bei 50%. Also wir sind da einfach hinten dran. Und natürlich ist ein ganz zentraler Faktor, das hat gar nichts mit Hierarchien zu tun, das ist einfach unser System Wissenschaft selbst. Die Forschenden sind in einer unglaublichen Zeitenge eingepfercht. Das Top-Thema ist wissenschaftliche Publikationen, publizieren, publizieren. Dazu haben sie dann noch administrative Tätigkeiten. Sie sind vielleicht auch noch in der Ausbildung integriert. Sie begutachten andere Dinge, Peer-Review-Prozesse und so weiter. Und dann bleibt einfach in dieser ganzen Liste keine Zeit und kein Geld für dieses Thema Kommunikation. Und dafür ist auch eigentlich keine Zeit und kein Geld konkret vorgesehen. Es gibt einfach keinen Ressourcentopf, der dafür zur Verfügung steht. Jetzt komme ich eben in die Richtung von den Credits, Anreize. Genau das ist es. Also ich denke mal, Zeit alleine schon mal für Fortbildung vorzusehen und das da einfach als integralen Bestandteil von entweder in der Ausbildung, da kommen wir gleich im nächsten drauf, beziehungsweise auch in den Graduiertenkollegs, dass es einfach standardisiert vorgesehen ist und damit auch schon etabliert wird. Sehr gut finde ich auch den Ansatz, dass mit Forschungsprojekten, dass hier ein bestimmter Anteil, der ja noch nicht definiert ist, dann eben auch an Forschungskommunikation geht. Damit hat dann ein interessierter Wissenschaftler, eine interessierte Wissenschaftlerin, die sagt, ja, ich will Kommunikation betreiben, eben auch das entsprechende Budget zur Verfügung. Und auch innerhalb dieser jeweiligen Forschungsgruppe ist auch ein Zeitkontingent damit vorgesehen und etabliert. Das schafft einfach mal Freiräume. Ansonsten, was Anreize, Credits angeht, Anerkennung, ist es natürlich sehr schwierig, am Ende nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, denn Kommunikation ist sehr divers. Und da fehlen uns derzeit noch Evaluationsmechanismen, wie wir bewerten können, was denn das jeweilige Engagement in Wissenschaftskommunikation wert ist, das jemand da eingetragen hat. Während ich natürlich bei wissenschaftlichen Publikationen den Wert sehr schnell messen kann. Aber hier ist die Messbarkeit tatsächlich noch ein Problem. Deswegen brauchen wir die Wissenschaftskommunikationsforschung auch in dem Bereich ganz intensiv. Ist sehr, sehr wichtig. Perspektivisch wünsche ich mir einfach, dass eben Kommunikation zum Berufsbild WissenschaftlerInnen demnächst mal dazugehört. Dass es einfach ein ganz zentraler Bestandteil ist. Sie hatten die zweite Frage gestellt, wer sollte denn da schulen? Und das ist tatsächlich ein schwieriger Punkt. Herr Alt hat vorhin ja genannt, also auch, dass er sich das auch curricular vorstellt. Nun haben wir eben einen föderalen Staat. Das heißt, im Prinzip, was in den Hochschulen gelehrt wird, ist auch wieder Ländersache. Das wird man nicht einfach so hineinbekommen in diese Studiengänge. Aber immerhin gibt es die ein oder anderen Studiengänge, die tatsächlich auch schon Wissenschaftskommunikation bei sich integriert haben und die damit auch sehr gute Erfahrungen machen. Von denen kann man auf jeden Fall lernen und sich davon etwas abschauen. Auf jeden Fall in der zweiten Stufe, in den Graduiertenkollegs, da wird auch immer öfter das Thema mit aufgerufen und das sollte auch, ist einfach standardisiert sein. Ich habe noch einen ganz basalen Ansatz. Wir haben heute sehr gut aufgebaute Kommunikationsabteilungen an den ganzen Forschungseinrichtungen. Die könnten ihren Forschenden auch unter die Arme greifen mit verschiedenen Handreichungen, vielleicht auch internen Schulungen. Es muss nicht alles das NAVIG machen. Wir können das nämlich gar nicht leisten. Also wir können nicht überall mitwirken und deswegen sind diese Ansätze da, glaube ich, sehr bemerkenswert. Ich verweise da zum Beispiel an die TU Braunschweig, die ganz tolle Pakete und Hintergrundmaterial da hinterlegt hat, auch für die Forschenden. Ansonsten tatsächlich scheitern wir an der Skalierbarkeit, was ich gerade genannt habe. Wir denken jetzt als NAVIG darüber nach, wir haben schon ein E-Learning, noch mehr E-Learning-Module aufzubauen, die wir dann potenziell auch für Hochschulen zu einem niedrigschwelligen Wert anbieten können, mit einem Train-the-Trainer von Dozenten dann, die vor Ort additiv zu diesem E-Learning, das ja schon einen gewissen Qualitätsstandard sichert, dann eben noch in Präsenzformen dann nochmal die Themen vertieft. Also das wäre ein potenzieller Weg. Und ich möchte nur noch eins sagen, wir sind eben nicht vom BMBF gefördert. Wir haben zum Glück eine
bislang sehr gute, dauerhafte Finanzierungszusage von der Klaus-Tschirer-Stiftung und vom Karlsruher Institut für Technologie. Das heißt, das sind andere Akteure, die hier am Werk sind und die diese Aktivitäten, die wir betreiben, da unterstützen. Es wäre natürlich gut, wenn man hier auch noch mal mehr zusammenführen könnte von dem, was auch vom BMBF gemacht wird und was von diesen Stiftungsinitiativen ausgeht. Schönen Dank, Frau Lugger. Herr Staatssekretär hat das sehr wohl zur Kenntnis genommen. Nun sind zwei Fragen an Sie gestellt, Frau Dr. Ober von Frau Dr. Sitte. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Ich beginne gleich mit der zweiten Frage, weil es sehr gut anschließt. Wie ist denn die Situation der Doktoranden in diesen transdisziplinären Projekten, nämlich diejenigen, die da meistens dafür verantwortlich sind, dass diese Wissenschaftskommunikation, dass der Austausch mit den Stakeholdern auch gelingt? Wir sind selber Projektpartner in mehreren BMBF-Projekten zur gesellschaftlichen Transformation, Energiewende, genauso auch von Reallaboren, vom Wirtschaftsministerium. Deswegen spreche ich da einfach aus unseren Erfahrungen. Und wir sehen bei vielen Doktoranden, dass die mit null Wissen im Stakeholder-Kommunikation mit in die Projekte kommen. Also wir machen quasi dann die Weiterbildung auch mit diesen Doktorandinnen und Doktoranden, die mit reinzunehmen, wie ich den Zielgruppen kommuniziere, welche Formate des Austausches gibt. Wir sehen in den Doktorandenseminaren, die ja stattfinden, ist genau dieser transdisziplinäre Diskurs nicht vorgesehen. Das ist da kein Inhalt. Und wir wissen aus den Statistiken, aus den Erfahrungen, auch aus den Auswertungen von transdisziplinären Projekten im BMBF, dass es ein Trade-off gibt. Entweder schaffen die Doktoranden es, viele gute Publikationen zu verfassen und ihre Promotion in der Zeit fertig zu bekommen, oder sie machen auf der anderen Seite einen guten transdisziplinären Diskurs, schaffen auch diese Politik- und Gesellschaftsberatung, aber dann leidet die wissenschaftliche Seite. Und genau deswegen brauchen wir da zum einen mehr Zeit, zum anderen mehr Ressourcen, damit es kein Trade-off mehr bleibt für die Wissenschaftler, sondern dass es beides auch gemeinsam geht und oder, dass man auch darüber nachdenkt, dass diese Kommunikation, diese Wissenschaftskommunikation auch als Credit mit angenommen wird, auch mit dazu zählt, jenseits von der wissenschaftlichen Publikation, zum einen für meine Promotion, zum anderen auch für meine wissenschaftliche Karriere. Wir sehen es auch bei vielen anderen Evaluationen von Einrichtungen, von außeruniversitären Einrichtungen. Auch dort haben wir immer den Trade-off zwischen gesellschaftlicher und Politikkommunikation auf der einen Seite, Publikation auf der anderen Seite. Da müssen wir einfach noch besser werden, noch bessere Lösungen finden. Der zweite Punkt ist, Wissenschaftskommunikation zu befördern, wie es jetzt auch hier für jede Projekte, für alles gefordert wird. Wir brauchen aber auch Leute, die das rezipieren wollen. Wer will das denn wissen? Also die einen kommunizieren ohne Ende, aber wir brauchen ja auch einen Resonanzraum. Und dieser Resonanzraum, der muss erweitert werden. Auch daran müssen wir denken. Es muss ja irgendwie die Leute betreffen, was mit ihnen zu tun haben, dass sie überhaupt Wissenschaftskommunikation für sich auch aufnehmen, auch annehmen. Es reicht ja nicht, was jetzt vorgesehen wird an Wissenschaftskommunikation. Ist meistens, es gibt eine Homepage, es gibt einen Flyer. Die Homepage übrigens, die ist dann nach 2-3 Jahren auch wieder weg, weil es projektbezogen ist. Es gibt ein Deliverable irgendwelcher Art und Politikempfehlungen, die irgendwo abgegeben werden. Aber dieser eigentliche Transfer, dass ich auch in den Austausch gehe mit meiner Zielgruppe, der fällt meistens am Projektende irgendwo hinten runter. Und das kann es nicht sein. Also da müssen wir in der Wissenschaftskommunikation dann eben wirklich sicherstellen mit geeigneten Methoden, mit geeigneten Ressourcen, dass wir dort auch einen Resonanzraum erreichen und dass wir dort auch mit unserer Wissenschaftskommunikation was bewirken. Also dieser Impact, der fehlt mir hier in der ganzen Diskussion. Wir haben Wissenschaftskommunikation quasi den Output, aber den Impact auf der anderen Seite. Was wird denn damit bewirkt? Was haben wir denn damit erreicht? Wie haben wir damit auch die Demokratie gestärkt, weil die Leute kompetenter sind, mehr wissen und besser entscheiden können? Das fehlt mir da noch ganz entschieden. Und wenn es darum geht, ja, Citizen Science und Reallabore sind ja alte Hüte, ja, mag sein, aber sie sind eben auch nicht unumstritten. Wir haben in der Nacht- und Nebelaktion gesehen, im letzten Haushaltsausschuss, da wurden einfach mal die Mittel für Reallabore gestrichen, um die Hälfte. Ja, also wir machen gerade in diesen BMW-Projekten den Austausch zwischen dem Bundesverband der Deutschen Industrie, der Arbeiterwohlfahrt, Naturschutzverbänden und Wissenschaftlern zum Beispiel, wie ein sozialgerechter CO2-Preis verhandelt werden kann. Das sind doch relevante Fragen, die die Menschen betreffen, wo wir auch ganz andere Zielgruppen erreichen, als nur durch Wissenschaftskommunikation, wenn wir das mit der Arbeiterwohlfahrt, mit dem Deutschen Roten Kreuz und mit der Parität diskutieren. Und ich glaube, hier muss dringend auch nachgesteuert werden, dass diese wissenschaftsfernere, nicht bildungsferner, sondern wissenschaftsfernere Kreise auch erreicht werden, indem sie in ihren Themen auch mit abgeholt werden.
Und das bringt mich zum letzten Punkt. Wir haben eine Akatech zum Beispiel. Wir haben eine Akademie zwischen Technik und Wissenschaft, wo sich zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, wo sich diesen beiden Partner hinsetzen und sagen, was sind denn unsere gemeinsamen Fragen, was sind unsere gemeinsamen Positionen. Wir können das dann auch gemeinsam entwickeln. Und dafür haben wir einen Ort, wo wir uns treffen. Es gibt keinen Ort, an dem sich eben institutionalisiert gesellschaftliche Kräfte, Interessensverbände, Organisationen gemeinsam mit der Wissenschaft treffen. Das haben wir nicht. So ein Pendant zur Akatech auf dieser Seite gibt es nicht. Und auch das fände ich, wäre mal was Innovatives zu sagen, da haben wir einen Ort, sowas wie eine Akademie oder wie auch immer das heißt, eine Bürgerwissenschaftenakademie, wo sich auch die entsprechenden Interessenten mit der Wissenschaft zusammen zu gemeinsamen Fragestellungen und auch zu gemeinsamen Lösungsansätzen überhaupt erstmal versammeln können. Vielen Dank. Ja, danke Frau Ober und Herr Stollertz. Sie haben jetzt die Fragen von Herrn Jongen und Frau Christmann. Genau. Ich möchte gerne mit der Frage von Frau Christmann nach der Frage, ja, darf der Staat sozusagen unabhängigen Journalismus fördern oder nicht? Und das ist natürlich eine Kernfrage. Die Sorge, dass dabei Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit leidet, die ist berechtigt, das ist überhaupt keine Frage. Der Grund, warum der Verband der Wissenschaftsjournalisten eine Stiftung speziell für Wissenschaftsjournalismus im Sinne einer Verbrauchsstiftung vorschlägt, heißt ja, dass Ressourcen freigesetzt werden, die unter einer klugen Governance dann in experimentellen Projekten, und Sie sprachen ja die neuen Wege, es geht ja nicht darum, das Alte zu bestehen zu lassen, sondern neue Wege zu gehen, neue Publika zu erreichen mit neuen medialen Angeboten. Und ich glaube, das wäre möglich, wenn die Unabhängigkeitserklärung des Geldgebers und damit des Staates natürlich in der Governance einer solchen Einrichtung sichergestellt ist. Das ist ja genau der Clou unseres Vorschlages sozusagen. Und ganz ehrlich, in der Freiheit der Wissenschaft und in der Förderung der unabhängigen Grundlagenforschung ist ja genau das auch schon vorgegeben. Das passiert ja jeden Tag im Max-Planck-Institut oder wo auch immer, wo der Staat Geld gibt für unabhängige Forschung, in die er eben hoffentlich, glauben wir jedenfalls als Journalisten, nicht eingreift. Denn wenn er eingreift in unabhängige und autonome Forschung, da gab es in der Moderne einen langen Machtkampf, Herr Jochen, Jongen, da komme ich gleich noch drauf, diese Freiheit der Forschung erkämpft zu haben. Und das Gleiche gilt ja auch sozusagen jetzt für den Wissenschaftsjournalismus. Und ich würde halt plädieren dafür, dass der Wissenschaftsjournalismus ein geeignetes Feld ist, für die Politik zu erproben, ob es denn im Kleinen, sage ich mal, in diesem Spezialbereich, der im Journalismus, ja, wie wir alle jetzt jeden Tag in der Zeitung lesen, immer wichtiger wird, erproben kann, wie sozusagen Experimente für und Transformationshilfen für den künftigen Journalismus über Wissenschaft sichergestellt werden kann. Also Experimente ausprobieren, den neuen Institutionen auch mal Zeit geben, zu erproben, wie und ob und unter welchen Umständen sie ihr Publikum erreichen können. Ich sage nur mal die Geschichte des Science Media Center. Es wurde 2012 konzipiert. Es ist 2015 inauguriert worden. Jetzt haben wir 2020. Das heißt, das hat eine 8-jährige Geschichte. Und heute kann ich vor Ihnen stehen, dass ich in der Corona-Krise das Gefühl habe, dass das Publikum, was wir erreichen wollen, nämlich den Journalismus in ganz Deutschland, in allen Medien, um Sie mit Expertise aus der Wissenschaft zu versorgen, dass wir da sagen können, ja, wir haben Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit jetzt dokumentiert, obwohl wir Förderer haben, die uns sozusagen die Mittel dafür geben, das erreichen zu können. Also ich glaube, das Plädoyer ist eher nicht jetzt so, ja, Überlebenshilfe für eine aussterbende Art, sondern Mut, neue Wege zu gehen, neue experimentelle Verfahren eben im Journalismus über Wissenschaft zu erproben. Und da arbeiten viele Profis mit vielen guten Ideen. Ein paar sitzen ja auch hier. Und ich glaube, da würde ein Mut mit einer günstigen Governance und zugleich, und das ist existenziell, eine Unabhängigkeitserklärung für eine solche Stiftung, wenn die nicht erteilt werden kann oder darf, dann darf man es natürlich nicht fördern. Es wäre aber vorstellbar, dass man zum Beispiel mehrere Akteure in so eine Stiftung bündelt, also die sozusagen bereit wären, dort auch Mittel einzuzahlen. Also insofern glaube ich, das habe ich auch ein bisschen ausgeführt in meiner Stellungnahme, man kann diese Modelle finden. Es liegt auch ein Eckpunktepapier vom Verband der Wissenschaftsjournalisten vor. Und ich denke, wenn die Politik den Mut hätte, sozusagen experimentell zu erproben in diesem sehr wichtigen Kernbereich von Journalismus, dann könnte das möglicherweise später auch mal ein Modell sein, wie dann die gesamte Transformation von Journalismus insgesamt. Denn da haben wir bisher noch keine kluge Antwort drauf, wie die Erlösmodelle künftig aussehen sollen. Also das wäre sozusagen mein Plädoyer. Förderung ja für Experimente und unter Unabhängigkeitserklärungen, die die Politik eben geben müsste. Wenn sie das nicht kann, darf sie das auch nicht machen. Das macht keinen Sinn. Dann wäre die Glaubwürdigkeit und die Unabhängigkeit einer solchen Einrichtung nicht gewährleisten. Die Frage von Herrn Jongen war, glaube ich, so ein bisschen die Sorge, wie sieht das aus mit der Politisierung der Wissenschaft oder der, also die Honest Broker, die Sie ja auch angesprochen haben, die ehrlichen Makler. Klar, Sie wissen so genauso gut wie ich, dass der
Machtkampf zwischen der Wissenschaft und den Mächtigen über die Jahrhunderte dazu geführt hat, dass die Wissenschaft sich einen autonomen Freiraum erobert und erkämpft hat. Und zwar im Interesse der Gesellschaft und der Bürger dieses Staates. Und insofern finde ich erstmal, es gibt viele Governance-Modelle, die eben die unabhängige Forschung und die Grundlagenforschung in Freiheit nach Artikel 5 sozusagen sicherstellen sollen und auch sicherstellen können. Und ich denke auch, wenn es vielleicht temporär in einzelnen Bereichen immer wieder Diskussionen geben kann, ob die Politik da zu viel steuert, würde ich, mein Plädoyer als Journalist ist ganz klar und Wissenschaftsjournalist im Besonderen, die Wissenschaft muss frei und unabhängig forschen können, unabhängig von der Politik forschen dürfen. Und wenn sie das, oder sagen wir mal so, die Staaten, die das vergessen, die zahlen dafür einen sehr hohen Preis, weil sie einfach dann nicht mehr mit dem Wissen versorgt werden, was man heute in einer modernen, funktional differenzierten Gesellschaft braucht. Die Sache mit dem informierten Bürger, den haben Sie auch angesprochen, da wollte ich kurz drauf eingehen. Da ist nämlich das Problem. Also der sogenannte informierte Bürger kann natürlich sich trotz aller Wissenschaftskommunikation nicht in allen Belangen der Wissenschaft jemals so kompetent machen, dass er alles verstehen kann, was Forscher erforschen. Das ist schlicht und einfach eine Illusion, da hängen viele an. Aber das wird nicht funktionieren, sondern da müssen Mechanismen greifen, so wie Journalismus, Kontrolle, Parlamente, die sozusagen sicherstellen, dass dort nichts passiert, was sozusagen nicht lega artis ist. Das kann der informierte Bürger alleine nicht leisten. Was er leisten kann, ist ein informiertes Vertrauen in Wissenschaft zu entwickeln. Und informiertes Vertrauen kann der Laie dann entwickeln, wenn drei Bedingungen der Forschung und damit auch des Journalismus letztendlich erfüllt sind. Das erste ist, es muss kompetent gemacht sein. Die Wissenschaft muss einfach fachlich exzellent sein. Wenn sie das nicht ist, haben sie ein Problem. Sie muss integer sein. Wenn die Forschung nicht integer ist, also wenn sie von Interessen beeinflusst wird, die praktisch teilweise von US-Präsidenten in sie rein diffundiert werden, mach doch mal das, mach doch mal das, dann ist sie nicht mehr integer, weil sie nicht mehr unabhängig ist. Und sie muss gemeinwohlorientiert sein. Also Forschung, die nicht gemeinwohlorientiert ist, ist im Blick des Bürgers nicht vertrauenswürdig. Würde ich jetzt einfach mal so ganz pauschal sagen. So, jetzt ist es aber so, wenn der Bürger natürlich jetzt nicht ohne weiteres alles verstehen kann, was die Forscher da erforschen und er eben vertrauen muss, dann kann dieses Vertrauen natürlich sehr leicht und genau dann erschüttert werden, wenn er eben nicht genau weiß, wie es mit der Klimaforschung im Speziellen geht. Und wenn dann Populisten oder Desinformationskanäle in den USA mittlerweile vom Präsidenten downwards hergestellt werden, dann haben wir große Gefahr für die Demokratie, denn dann wird ja sozusagen Desinformation in die Gesellschaft gespült über digitale Kanäle, die der gemeine Bürger sozusagen eben nicht beurteilen kann, weil er kein fachliches, kompetentes Urteil darüber fällen kann, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht. Ohne die Wissenschaft wüssten wir gar nicht, dass es einen Klimawandel existiert. Und dank Wissenschaft wissen wir, dass der Klimawandel existiert und können überhaupt politisch darauf regieren, dass es dabei zu extremen Wertkonflikten führt, und die in der Politik verhandelt werden müssen. Das ist ja völlig unbestritten. Aber dass es einen Konsens der Wissenschaftler gibt und dank wissenschaftlicher Forschung, und zwar unabhängiger Forschung, überhaupt bekannt ist, dass die Menschheit sozusagen das Klima in massiver Form verändert und nachfolgende Generationen daran schwer zu leiden haben, wenn wir nicht jetzt gegensteuern, das ist sozusagen nur dann zu bezweifeln, wenn man eben Wissenschaft per se sozusagen bezweifelt. Und dafür gibt es meines Wissens jedenfalls auch in der Klimaforschung keinen Hinweis. Dankeschön, Herr Stollertz. Und als Letzten in dieser ersten Runde darf ich Herrn Dr. Martin Biarda bitten, die Frage von Stefan Kaufmann. Die Frage von Stefan Kaufmann nach der Governance oder nach der Möglichkeit einer solchen Stiftung, wie sie unabhängig funktionieren kann. Sie ist jetzt ja schon ein bisschen angesprochen worden. Frau Christmann hat ja auch danach gefragt, aber sie ist ja natürlich auch ganz zentral, diese Frage. Und ich finde, man darf sich es auch in der Beantwortung als Fordernder da nicht so einfach machen und einfach sagen, das geht dann schon irgendwie. Wir sehen ja auch in anderen Beispielen, wo neue Formen von Agenturen auf den Weg gebracht werden, die einen hohen Grad der Unabhängigkeit haben sollen, wie schwer sich auch tatsächlich der Staat, wie schwer sich auch die Administration tut, dann an der Stelle Unabhängigkeit zu gewähren. Wir sehen es ja. Und wir sehen auch, dass es Rechnungshöfe gibt und alle anderen, die auch noch dabei sitzen. Und dann, wenn dann irgendwie eine Zustiftung gemacht wird für irgendeine Stiftung mit Steuergeldern, natürlich auch noch mal fragen, ja, Moment, wie ist denn das jetzt eigentlich? Das sind doch jetzt die Steuergelder. Da muss doch jetzt irgendeine Form von Accountability geben. Das ist also, insofern darf man das nicht einfach so wegwischen. Tut ja auch keiner nach dem Motto so, alles ganz einfach. Ich glaube aber, das darf uns nicht davon abhalten, diese Debatte zu führen. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch ein Stück weit Analogien. Ich würde weniger sagen, dass Max Planck eine Analogie ist, als dass die DFG eine Analogie ist, weil es nämlich darum geht, dass dort Fördergelder vergeben werden. Die Stiftung würde ja nicht selber Journalismus betreiben.
Das heißt, was kann man da lernen von der Governance? Also ich würde zum einen sagen, die Vergabe von solchen Mitteln müsste durch ein unabhängiges Gremium, unabhängige Gremien laufen, in denen Journalisten sitzen und vielleicht Medienwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Keine Politiker, Politikerinnen, auch keine Zivilgesellschaft in der Vergabe. Dann gibt es aber noch ein zweites, es gibt dann noch eine Art Aufsichtsgremium, was es geben muss in irgendeiner Form. Und da sehe ich neben Journalistinnen, Journalisten, Medienwissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, sehe ich sehr wohl auch dann eine Rolle für die Politik und eine Rolle auch für die Zivilgesellschaft. Das darf aber dann nicht ausarten, das darf dann nicht so werden, wie wir es in Rundfunkräten haben oder sowas. Aber natürlich ist es auch illusorisch zu denken, dass man einfach als Staat Geld in diese Stiftung reinschießt und dann sagt, macht damit, was ihr wollt, ist uns egal. Es muss eine Rückbindung geben. Aber ich glaube, man kann auf der einen Seite die Vergabe wirklich unabhängig gestalten und das Aufsichtsgremium, dort muss die Politik auch eine Rolle haben, aber diese Politik muss sehr zurückhaltend, sie muss mit klaren Regeln gestaltet sein. Und das ist möglich, aber es ist nicht einfach. Nur wie gesagt, ich sehe nicht ein, warum man dann sagen würde, wir lassen uns auf diesen Versuch gar nicht ein an der Stelle, weil es so komplex ist. Die Politik muss sich selbst beschränken. Herr Stollertz sprach von so einer Unabhängigkeitserklärung, sozusagen, wir halten uns da raus. Aber es ist illusorisch zu denken, dass die Politik sich völlig raushalten kann, wenn es um Steuergelder geht. Damit muss man umgehen mit diesem Spannungsfeld. Und ich glaube, wir sind aber in der Debatte jetzt so weit, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Eine Anmerkung noch, was ich eher als problematisch an dieser Debatte finde, auch an dem Vorschlag, den ich mache, ist, wenn das jetzt der Wissenschaftsbereich macht, dann könnte ja auch jeder andere Politikbereich auf die Idee kommen, zu sagen, wir machen auch eine Stiftung für unser Ministerium, für den Ressortbereich unseres Ministeriums. Warum denn nicht? Wir haben zu wenig Journalisten, die über soziale Themen berichten. Wir haben zu wenig Kulturjournalisten. Wir haben zu wenig Sportjournalisten. Machen wir doch überall eine eigene Stiftung. Das Thema ist, finde ich, nicht ganz einfach von der Hand zu weisen, warum Wissenschaftsjournalismus, warum manch andere Bereiche nicht. Wir natürlich als Wissenschaftsjournalisten sind der Meinung, es gibt kein anderes gleich vergleichbar wichtiges Gebiet. Das werden andere anders sehen. Diese Debatte muss geführt werden. Und das ist auch etwas, wo ich ehrlicherweise die größten Probleme bei diesem Vorschlag sehe, dass da eine Relativierung reinkommen kann von nicht wissenschaftsaffinen Leuten, die sagen, ja, warum denn die jetzt gerade? Das finde ich eine interessante Debatte. Und eben die Frage, ob man nicht grundsätzlicher denkt über einen Einstieg in eine Stiftung für die Förderung von Journalismus in irgendeiner Form und das nicht nur auf den Wissenschaftsjournalismus beschränkt sieht, auch wenn ich das selber so fordere. Aber diese Debatte müssen wir auch führen an der Stelle. Ja, mit diesen Worten von Herrn Dr. Viada beschließt sich die erste Runde. Und wir treten gleich in die zweite Runde ein. Ich darf mal ganz kurz vorlesen, wer sich hier alles zu Wort gemeldet hat. Wir werden also zunächst mal nach der Reihe der Fraktionen vorgehen. Das wäre Albert Rupprecht, Stefan Albani, Katrin Staffelt, dann Herr Kaczmarek, Herr Rossmann, Herr Frömming, Herr Heidt, Frau Dr. Sitte und Frau Dr. Christmann. Ich möchte Sie bitten, wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit, die Fragen möglichst unter zwei Minuten zu stellen, so eine Minute, anderthalb, damit wir auch noch die entsprechende Zeit finden für die Antworten. Das heißt also, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe verehrte Wissenschaftler, die Sie dann nachher die Fragen beantworten, also bitte um kurze Fragen und entsprechende kurze Antworten. Ja, dann darf ich Albert Rupprecht bitten. Ja, danke schön. Zunächst danke für die vielen Aspekte, Ideen, Anregungen. Die große Kunst ist jetzt letztendlich, es zu verdichten auf die Maßnahmen, die den größten Impact haben, die eine Dynamik erzeugen. Und ich möchte zwei Themen nochmal vertiefen, wohlwissend, dass vieles schon gesagt wurde, aber letztendlich muss es ja sozusagen so verdichtet werden, dass man es auch anwenden kann und eine Umsetzungsreihenfolge da ist. Die erste Frage richtet sich an Herrn Viada. Meine Beobachtung ist seit 18 Jahren Deutscher Bundestag, dass die Bevölkerung immer stärker orientierungslos ist. Die Flut der Informationen, die Komplexität der Themen nimmt zu. Und im Grunde genommen will ein Teil der Bevölkerung einfach seinen Frieden und seine Ruhe, weil sie vieles nicht mehr verarbeiten kann. Wissenschaft funktioniert diametral anders, vertieft, komplexe Systeme, auch in Ruhe Sachen rausarbeiten. Und deswegen nochmal die Frage,
alles, was wir jetzt diskutiert haben, muss ja letztendlich der Journalist transportieren. Und in diesem Spannungsfeld, Anspruch der Wissenschaftskommunikation, aber die Bevölkerung so zu nehmen, wie sie ist, wie kriegen sie diesen Spannungsbogen hin? Und aus diesen vielen Vorschlägen hier nochmal die Frage, was wäre für ein Akteur des Journalisten von den Rahmenbedingungen das entscheidend? Ich könnte da aus 18 Jahren viel berichten an Erlebnissen, die ich mit Wissenschaftsjournalisten habe, und ich sage Ihnen, da war vieles ziemlich Ungutes dabei. Da stimmt irgendwas nicht mehr richtig. Zweiter Punkt, Frau Boetius, wir haben bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, bei der Paktverlängerung, eines der zentralen Themen für uns als Unionsfraktion war das Thema im Bereich Transfer. Jetzt ist Kommunikation nur ein Teil dieses Transferaspekts, auf den wir uns heute konzentrieren. Wir haben außerordentlich darum gerungen, dass eine neue Bedeutung kriegt, aber wir wollten immer eines vermeiden, dass wir irgendwo formalistisch mit irgendwelchen Berichtswesen, wo irgendwelche Indikatoren abgebildet sind, damit irgendein Assistent irgendwas zusammenschreibt und im Grunde genommen keine kulturelle Weiterentwicklung entsteht. Deswegen war unser Vorsatz, unser Ansatzpunkt immer zu sagen, es muss zur Kultur der Max Planck, der Helmholtz-Gemeinschaft und so weiter passen und es muss aus der eigenen Kultur eine Weiterentwicklung entstehen. Jetzt haben Sie mehrere Punkte genannt, Anreizsysteme und so weiter. Aber was heißt das letztendlich im Konkreten? Was heißt das im Jahr 2020, wenn wir mit dem Präsidenten der Außenuniversitären die Überprüfung dieser Umsetzung und die Weiterentwicklung dieser Umsetzung angehen? Was heißt das im Konkreten bei den Größen, die Sie angesprochen haben, angewandt an das konkrete Anwendungsbeispiel außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Pakt für Forschung und Innovation? Aber danke. Freunde, das hilft nichts. Wenn wir jeder 2 bis 3 Minuten Fragen stellen, dann ist es 12 und dann haben wir für die Antworten keine Zeit mehr. Und deswegen, Stefan, mach 1 Minute, keine Vorrede. Wenn wir über Wissenschaftskommunikation reden, dann reden wir ja faktisch über 3 Ebenen. Das eine ist die Kommunikation in der Wissenschaft selbst, die Kommunikation aus der Wissenschaft heraus und die Kommunikation über die Wissenschaft. Jede dieser Ebenen hat eigene Spielregeln, eigene Rahmenbedingungen, Schwächen, Stärken. Und so wie auf der Ebene der Kommunikation in der Wissenschaft, Arbeitshypothese, Verifikation, Falsifikation, der Diskurs letzten Endes immanent ist, aus der Wissenschaft heraus kommuniziert, dann zu Lernkurven führt, also auch Veränderungen von Auffassung, wird dieses auf der 3. Ebene, also Kommunikation über die Wissenschaft, häufig zu Umfallen und zu Unsicherheiten und Ähnliches kommuniziert. Als Beispiel. Ich will schnell zur Frage kommen, um dir, lieber Eberhard, zu genügen. Frau Boetius, die Frage ist, inwiefern können wir die Einigkeit über die Tatsache, mehr Kommunikation ist notwendig, mehr qualitative, sicherstellen, dass diese 1. Ebene, nämlich die Kommunikation in der Wissenschaft, geschützt bleibt. Weil ich glaube, dieses in die Kommunikation nach außen gestellt, führt in unmittelbarer Form zu Schwierigkeiten und im schlimmsten Fall sogar zur Beeinflussung der Wissenschaft, diesen Diskurs zu vermeiden, um am Ende nicht sozusagen an dieser Stelle in eine Position gedrängt zu werden, nach dem Motto, die umfallen, haben Sie denn gestern erzählt oder dergleichen mehr und hier sozusagen etwas glatt zu bügeln. Herr Viada, die 2. Frage, wie kann sichergestellt werden, dass eine finanzielle Unterstützung nicht zur Loslösung von üblichen Erfolgsfaktoren, Reichweite, Interesse, Wahrnehmung und Ähnliches führt und davon demgegenüber Unabhängigkeit nicht zur Nutzung der üblichen Mechanismen innerhalb der Wirtschaft, des Journalismus führt, nämlich halt das Spektakuläre, das Verstärkende letzten Endes, weil es sich leichter kommunizieren lässt. Stefan, fast. Dann Katrin. 8 runter. Katrin, staffelt bitte. Dankeschön, Frau Professor Boetius. Sie haben gesagt, gute Kommunikation läuft nicht nebenher. Sie haben dann einiges ausgeführt, was praktisch zu der Kommunikation dazu noch getan werden muss. Ich möchte ergänzen, aus meiner Sicht braucht es auch ein umfassendes Monitoring. Wir brauchen ein Frühwarnsystem, welche Themen hochkommen. Wir brauchen auch eine Möglichkeit, wo sich verunsicherte Bürger aus meiner Sicht hinwenden können.
ich glaube nicht, dass das die Wissenschaft in diesem vollen Umfang ausführen kann. Deswegen würde ich meine Frage jetzt an den Herrn Dr. Brandt richten, der ja zu einem Institut oder einer Einrichtung gehört, die eigentlich genau das tut. Ich meine mich auch zu erinnern, Sie haben mal erzählt, dass Sie so ein bisschen in die Richtung Frühwarnsystem, Monitoring, was sind eigentlich die Themen, die momentan relevant sind, arbeiten. Meine Frage an Sie, wie kann man so proaktive Kommunikation dann auch in Einrichtungen wie der Ihren umsetzen? Und was brauchen wir noch viel mehr, um da auch wirklich umfassend eine gute Kommunikation leisten zu können? Danke. Ja, das war vorbildlich. Ich darf weitermachen mit Kollegen Kaczmarek. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und vielen Dank an die Sachverständigen für die außerordentlich spannende Diskussion. Ich möchte nochmal auf den Aspekt kommen, Kommunikation über Wissenschaft. Und meine Frage geht an Herrn Stollertz und an Herrn Viada. Einige Redner haben gesagt, dass mit der Corona-Krise sozusagen die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation nochmal deutlich geworden ist. Ich glaube, dass das schon ehrlich gesagt in der Klimadebatte deutlich geworden ist, bis hin zu der Frage, dass man auch sich völlig absetzen kann von eigentlich entschiedenen wissenschaftlichen Debatten und dem Ignorieren davon, dass bestimmte Debatten entschieden sind. Das, was wir jetzt gerade erleben mit der Bild-Zeitung und Herrn Drosten, das ist ja nochmal eine andere Dimension. Das ist nämlich Kritik der Wissenschaft mit unwissenschaftlichen Methoden. Also wer redet wie über wen? Oder eigentlich sind wir jetzt schon, wer könnte wie über wen geredet haben? Und das breiten wir jetzt mal alles aus. Ich will Sie nicht dazu verleiten, die Arbeit von Journalisten zu bewerten. Ich will nur sagen, ich glaube, das löst Erkenntnisgewinne auf. Das löst Orientierung für die Menschen auf am Ende. Und meine Frage ist, welche Formen der Regeln, in dem Fall ja wahrscheinlich Selbstverpflichtungen, für alle Journalistinnen und Journalisten brauchen wir für die Kommunikation über Wissenschaft? Und wie können wir dafür sorgen, dass die auch eingehalten werden? Danke, Kollege Kaczmarek. Dr. Rossmann, bitteschön. Herr Alt, Sie haben eine Stellungnahme im März abgegeben. Die haben Sie jetzt erweitert in drei Punkten. Work in progress. Meine Frage ist, von der Hochschulrektorenkonferenz ein Konzept mit Leitsätzen und Selbstverpflichtungen zu erwarten, was das Thema Wissenschaftskommunikation adressiert? Oder woran scheitert das? Die Frage an Frau Lugger ist, die Koalitionsfraktionen haben in ihrem Antrag eine Ziffer 5 oder Wissenschaftsrat, um eine Bestandsaufnahme zur Situation der Wissenschaftskommunikation gebeten werden soll. Wie sehen Sie den Status, was einen solchen Gesamtbericht angeht? Gibt es den schon oder könnte das hilfreich sein, auch für die weitere politische Entwicklung einen quasi zwei- oder dreijährigen Bericht und Evaluationsbericht von welcher Adresse zu bekommen? Dankeschön, Dr. Rossmann. Und nun als nächsten Kollege Frömming von der AfD. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte eine Frage in zwei Teilen adressieren, zum einen an Herrn Professor Alt und auch an die Bundesregierung. Ich glaube, es ist deutlich geworden im Gespräch, dass Wissenschaftskommunikation und Freiheit untrennbar zusammenhängen. Ohne Freiheit der Wissenschaft und Forschung selbst, aber auch ohne Meinungsfreiheit kann es keine gelingende Wissenschaftskommunikation geben. Zu Beginn der Corona-Krise haben wir gesehen, wie in China Berichte von Ärzten und Wissenschaftlern zensiert und gelöscht worden sind. Und es war übrigens die Netzgemeinde, es waren Blogger, die diese Nachrichten dann in andere Sprachen übersetzt haben, dass sie überhaupt dann noch gelesen werden konnten. Ich möchte fragen, Herr Professor Alt, wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang den Ausbau der Zusammenarbeit mit China, insbesondere die Konfuzius-Institute, den Ausbau der Konfuzius-Stipendien? Es gibt dazu eine anhaltende kritische Berichterstattung, insbesondere auch zur FU, der Sie ja früher vorstanden. Es soll Verträge gegeben haben, wo also auf deutschem Boden chinesisches Recht eingehalten werden soll und so weiter. Die Bundesregierung, das BMBF, bewirbt diese Stipendien Kollege Frömming, auf ihrer Seite. Mit der Bundesregierung, wie bewerten Sie diese Zusammenarbeit? Danke. Kollege Frömming, das mit der Bundesregierung müssen wir auf den Ausschuss verschieben. Das ist heute nicht Thema. Gut, dann machen wir das. Bitte schön. Jo, danke schön. Dann dürfen wir fortfahren mit Peter Heidt von der FDP. Ja, vielen Dank. Die Freien Demokraten haben in ihrem Antrag ja unter anderem die Initiative Haus der kleinen Forscher angesprochen und dort gefordert, das dauerhaft abzusichern und weiter auszubauen. Nach unserer Auffassung muss Wissenschaftskommunikation auch schon im Kita- und Grundschulbereich beginnen und im Ergebnis eben für die Menschen alltäglich werden.
So jetzt Herr Dr. Stefan Brandt, an Sie die Frage. Oder zunächst, wir verzeichnen ja positiv, dass Wissenschaftskommunikation in den letzten Monaten durchaus einen Schritt nach vorne gemacht hat. Auch, dass Wissenschaftler in umfassender Weise in das Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten sind, treten konnten, gerade auch durch neue Netzwerke. Man kann allerdings auch sagen, die Wissenschaftskommunikation ist jahrelang bewusst oder unbewusst durch den Medienfleiß sogar unterbunden worden, weil auch wohl Themen gerade nicht ins Bild gepasst haben. Müsste deshalb auch in dieser Hinsicht unsere Universitäten und vielmehr gestärkt werden, auch vor allen Dingen eine moderne Medienkompetenz erworben werden, gerade in Verbindung mit freier Lehre, Forschung, Experimentierräumen, Anschubfinanzierung für Sprunginnovation. Und dann Herrn Prof. Dr. Gerald Haug. Die Zahl der Kommunikationskanäle hat sich multipliziert, Zielgruppen haben sich sehr stark fragmentiert, während die vermittelten Botschaften zugespitzter und schneller geworden sind. In den sozialen Medien sind neben den etablierten journalistischen Medien neue Akteure und neue Formen der Wissenschaftskommunikation entstanden. Ist die Leopoldina entsprechend vorbereitet? Schafft sie neue Strukturen, neue Formate, um die Verlässlichkeit der Kommunikation sicherzustellen bei Beachtung der Regeln des Marktes? Und haben Sie dabei möglicherweise sogar ein KI-gesteuertes Konzept? Denn durch die Dynamik der sozialen Netzwerke besteht die Gefahr, dass Fehlinformationen überhand nehmen und sie sich in den Netzwerken extrem rasch verbreiten. Das sehen wir auch sehr aktuell. Vielen Dank. Ich bedanke mich ebenfalls. Und nun, Frau Dr. Sitte, Ihre maximal 2 Minuten. Dankeschön. Falls sich jemand zu diesem Stiftungsmodell äußert, würde mich interessieren, wie kriegen wir das hin, dass wir nicht die Substanz auffressen? Da muss nach gegenwärtigen Zeiten ja immer nachgeschossen werden. Meine Frage richtet sich an zwei Expertinnen, beziehungsweise, ja doch, Expertinnen. Einmal an Frau Professor Boetius und zum anderen an Dr. Ober. Wir reden jetzt über Wissenschaftskommunikation im Wesentlichen. Ich erinnere daran, dass der Prozess zuvor dafür ja auch entscheidend ist. Und mich bewegt immer, dass die Art, wie geforscht wird, über einen längeren Zeitraum ja doch Closed Shop ist. Und deshalb müsste sich ja eigentlich auch die Kultur, wissenschaftlich zu arbeiten, ändern. Beispielsweise haben wir in den letzten Jahren immer wieder über Open Access geredet. Und es würde bedeuten, dass die Fehlerdiskussion viel früher beginnen könnte, sowohl in der Wissenschaftscommunity als auch darüber hinaus. Und deshalb würde mich interessieren, in welchem Spannungsverhältnis Sie Wissenschaftskommunikation, Open Access und Rückwirkungen auf wissenschaftliches Arbeiten und offenen Umgang mit Fehlern sehen. Das wäre meine Frage an zwei Expertinnen. Danke. Danke, Frau Dr. Sitte. Und den zweiten Durchgang beschließt Frau Dr. Christmann. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich würde in der zweiten Runde gerne noch mal auf die Verbindung in die Gesellschaft auch Bezug nehmen und die Frage, wie muss da Wissenschaftskommunikation eigentlich auch gucken, wen sie anspricht und wer aber auch kommuniziert. Und da würde ich gerne zum einen Herrn Haug fragen von der Leopoldina. Da hatten wir ja nun die große Debatte über die Stellungnahme hinsichtlich der weiblichen Mitglieder im Team. Deswegen da einfach die Frage, was Sie da denn für Rückschlüsse für Ihre Organisation mitgenommen haben, wie Sie damit in Zukunft umgehen. Bisher noch nicht, zum Ende dann. Und dann würde ich gerne Herrn Brandt ansprechen fürs Futurium. Sie sind ja quasi als Institution jetzt auch prädestiniert dafür, auch eben als Experimentierraum neue Formate auszuprobieren, die auch andere Gruppen ansprechen, als die klassischerweise Wissenschaftskommunikation rezipieren. Deswegen wäre die Frage, was für Formate machen Sie da schon und denken Sie da auch weiter, dass Sie eben wirklich auch Menschen ansprechen, die normalerweise vielleicht nicht den Wissenschaftsteil in der Zeit lesen. Was sind da Ihre Projekte? Danke. Ja, wir bedanken uns ebenfalls für die Fragen und treten gleich in die Antwortrunde ein. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Das würde bedeuten, wenn mich die neuen Personen hier mit jeweils 3 Minuten im Durchschnitt nehme, dann sollte es vielleicht hier der Richtwert werden. Und deswegen darf ich gleich Professor Dr. André Alt bitten, die Fragen von Ernst-Dieter Rossmann und Götz Frömming zu beantworten. Ja. Bitte schön.
Sehr gerne. Herr Rossmann, Ihre präzise Frage kann ich präzis beantworten. Die Hochschulrektorenkonferenz ist sich der Notwendigkeit des Themas und einer Weiterentwicklung des Themas Wissenschaftskommunikation sehr bewusst. Und es gehört zu unseren wesentlichen Herausforderungen, da tatsächlich mehr Verbindlichkeit sowohl in den curricularen Bereich für die Doktorandenprogramme als auch in den Sektor der Weiterbildung für die weiteren Karrierestufen zu bringen. Wir haben aber natürlich keine Regelungskompetenz. Die Kompetenz, die wir haben, das ist die Kompetenz der Mitglieder. Und in diesem Sinne werden wir sicherlich auch arbeiten an einer größeren, sagen wir mal, Nachhaltigkeit der Maßnahmen in diesem Bereich. Das ist auf jeden Fall eine Konsequenz auch der Erfahrungen des letzten Jahres. Wir haben eben die Herausforderung anzunehmen, dass wir die jungen Wissenschaftler und Wissenschaftler, die ohnehin schon unter einer Vielzahl von Aufgaben leiden, jetzt auch in diesem Sektor stärker qualifizieren müssen. Und das müssen wir so leisten, dass es nicht auf Kosten der Qualität der wissenschaftlichen Arbeit geht. Das ist nicht so ganz trivial bei einem enorm belasteten Arbeitsalltag, aber mehr Verbindlichkeit in diesem Sektor, übrigens genauso wie bei der Lehrqualifizierung, wo ich mir das auch wünsche, ist erforderlich. Herr Frömming, die Wissenschaftskommunikation ist in der Tat etwas, was in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt wird. Und China ist in der Tat ein Beispiel dafür, wo man sehen kann, dass freie Wissenschaftskommunikation nicht stattfindet oder massiven Einschränkungen unterliegt. Wir haben immer als Wissenschaftssystem, und ich spreche jetzt, glaube ich, nicht nur für die Hochschulen, sondern für alle Einrichtungen des Wissenschaftssystems, das Prinzip gehabt, dass wir auch mit schwierigen Partnern reden, dass wir mit ihnen kooperieren, auch in der Erwartung, dass es ja nicht darum geht, dass wir uns deren Regeln unterwerfen, dass wir unsere Prinzipien, unsere Grundsätze in dieser Kooperation stark machen und vertreten. Dazu gehört auch, dass man auch mit China arbeitet. Die Konfuzius-Institute werden in den einzelnen Hochschulen mittlerweile unterschiedlich gesehen. Das hat aber sehr verschiedene Gründe, über die ich mich jetzt hier nicht auslassen kann, weil ich diese Gründe auch nicht kenne. Entscheidend ist, dass man für die Regeln der Zusammenarbeit eine gute Basis schafft. Wir haben jetzt gerade in der Hochschulrektorenkonferenz eine Arbeitsgruppe laufen, die Regeln für die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, auch solchen, die wir als schwierig bezeichnen oder wahrnehmen, aufstellen. Und dazu gehört, dass man im Einstieg in die Verhandlungen die eigenen Grundsätze und Prinzipien offenlegt, um am Ende nicht auf der anderen Seite vielleicht falsche Erwartungen zu schüren. Ohne dass ich, das werden Sie sich vorstellen, nicht in Details der Vertragssituation an der FU einsteigen will und kann ich Ihnen versichern, dass wir bei den Verhandlungen über die Förderung des chinesischen Unterrichts durch die chinesischen Partner genau diese Grundsätze auch eingehalten haben. Also das ist wichtig und ich glaube, dass es auch entscheidend ist, dass man keine Brücken abbricht, aber dass man eben zugleich auch, und das gilt nicht nur für die Wissenschaftskommunikation, die Prinzipien, denen wir alle folgen im Zuge und im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit, dass wir die deutlich mitteilen und klar kommunizieren am Anfang jeder Art von Vertragsverhandlung. Dankeschön, Herr Dr. Alt und Frau Dr. Bozius. Sie haben jetzt, wenn ich das so richtig sehe, 4 Fragen von Katrin. War nur an Herrn Dr. Brandt. Also dann haben Sie 3 Fragen von Herrn Rupprecht, Kollegen Rupprecht, Albani und Dr. Sitte. Ja, danke schön. Ich beginne mit der Frage von Herrn Rupprecht. Die Paktziele, die gesetzt sind, die enthalten ja mehr oder mehr Ehrgeiz im Transfer. Aber welche Indikatoren gereichen, um das dann zu monitoren, um dann auch stolz auf die Forschung zu sein, die man es ist, wenn sie Drittmittel reinholt oder viele Publikationen hat? Für die Wissenschaft insgesamt gilt ja, dass diese quantitativen Indikatoren, die man besser darstellen kann, die man schneller messen und vergleichen kann, abgelehnt werden. Also immer mehr sagen wir, es kann nicht die Zahl der Publikationen sein, es muss um Qualität gehen. Und so geht es dann natürlich gerade bei der Kommunikation. Man kann so Agenturen bitten, Reichweiten zu ermitteln, die kann man auch vergleichen, sind dann Zahlen, aber was sagt einem das genau? Und da ist empfohlen und ein bisschen geprobt, haben wir schon im Rahmen der Exzellenzstrategie auch auf hoher Flughöhe von Institutionen die Strategie, die man hat. Wie wird eins daraus, wenn man forscht, wenn man ausbildet, wenn man Infrastrukturen, Daten bereitstellt? Was hat das damit zu tun, mit der Aufgabe zu kommunizieren, zu teilen mit verschiedenen Sektoren der Gesellschaft? Und die Strategie von Institutionen, von kleinen Einheiten bis groß zu großen außeruniversitären Organisationen, die muss besser aufbereitet sein, klarer sein, die muss eben Chefsache werden. Das fordern wir aus einer Reihe von Kreisen, vom Siggener Kreis bis hin zu WED und so weiter, Leopoldina. Also
alle meinen das, es geht um die Strategie. Die kann man diskutieren, anfassen, da kann man zusammen weiterarbeiten und aus dem Bereich der Politik natürlich hinschauen und dann auch dafür mal Wertschätzung äußern. Das wird jetzt natürlich im Zeitalter Corona klar, dass, was Wissenschaftler, aber auch Journalisten da leisten. Und dann zu loben oder dann sich auch darüber stolz zu sein und auch mal ins Internationale zu gucken und zu gucken, wie stehen andere Länder da, was haben die da, wie geht das, diese Zeit sich überhaupt zu nehmen, auch hier im Forschungsausschuss ist sicherlich dann ein Beitrag. Dann komme ich gleich zur Frage von Herrn Albani, wie kann bei dieser Frage nach mehr Kommunikation die Wissenschaft trotzdem geschützt sein? Da sind natürlich zwei Sachen anzuschauen. Das eine ist, natürlich muss Forschen in einem Ruheraum, in dem man auch mal einfach nur denkt, ausprobiert, das muss möglich sein. Es hat auch niemand, so verstehe ich aus BMBF-Papier, nicht gefordert, dass alles und jeder die ganze Zeit quatscht, wenn er gleichzeitig pipettiert oder rechnet, sondern es geht darum, auch eben grundsätzlich in dem Beitrag, den Wissenschaft zur Gesellschaft leistet, immer wieder die, und da eignen sich eben manche besonders dafür, dass die erklären, wie funktioniert Wissenschaft, woher kommt unser Wissen, wie sicher ist es, wo trägt es uns hin, aber auch diese tolle Sache, was denken wir überhaupt Neues als Menschen? Bitte vergessen Sie nicht, dass ein Element der Wissenschaftskommunikation ist, diese Entdeckung, die dauernde Verschiebung der Grenzen des Wissens, das enthusiastisch darzulegen als unser Menschsein, das ist ein ganz fundamentales Element der Wissenschaftskommunikation und eben nicht nur die großen Herausforderungen zu bewältigen, aber das auch. Wie kann man das schützen? Die Wissenschaftler müssen Methodik lernen. Die müssen selber ein Repertoire bekommen. Wie stelle ich mich bei kritischen Themen so hin, dass ich als Mensch rüberkomme, dass meine Haltung rüberkommt und wie halte ich es aus, wenn ich danach beschimpft und bedroht werde? Dass da Hetze ist, dass Hetze überall zu spüren ist gegenüber Wissen, das ist ja klar, das hat auch uns in Deutschland erwischt. Der Schutz ist dann einerseits zu stärken, in der Institution Anlaufpunkte zu haben und dann aber auch mal von außen verteidigt zu werden. Sprich, wir arbeiten mit dem Journalismus, dem es da ähnlich geht, da auch Hand in Hand, weil die können so Geschichten von Menschen aufgreifen. Aber die Wissenschaft ist Ehrgeiz. Also die jungen Leute heute, die wollen eben raus und die wollen das, was sie wissen, teilen. Und gerade wenn es kritisch ist und gerade wenn es mal wehtut. Aber dann müssen man sie auch einfangen können und ihnen helfen können, wenn es dann schief geht. Und wenn man belacht wird, das fordern die bei uns, fordern die zum Beispiel bei Helmholtz, dass der Nachwuchs gefördert wird in dieser Methodenkompetenz. Wie reagiere ich? Das müssen wir noch organisieren. Das ist auch kein Nebenher. Letzte Frage. Forschung als Closed Shop, also gibt es Bereiche der Forschung, die so ganz weggeschlossen sind, wo die Öffentlichkeit nichts mitbekommt und was macht Open Access? Open Access ist ja toll, es erlaubt, dass jeder unsere Forschungspapiere runterladen und lesen kann, aber wir haben die Umfragen, die zeigen, heute gibt es oft nicht mal mehr 10 Leser pro Papier. Wir wissen das über Zitationen und wir wissen auch, wie unsere Forschungspapiere sind. Sie sichern einen Forschungsprozess, aber man liest sie nicht zum Frühstück und weiß dann, aha, hier ist wieder das erforscht worden. Sondern es muss wieder Sinn werden aus der Frage, ich halte Forschung gar nicht für einen Closed Shop, denn die forschen, sind Menschen, die haben ein Zuhause, die haben eine Familie, die werden befragt, die lesen Zeitungen, die kommen mit einer Idee zu ihrer Forschung und sie setzen dann in der Forschung, indem sie Forschungsforderungen legen sie offen, woran forsche ich, aber Closed Shop, also dann in Ruhe noch pipettieren zu können und wirklich den Raum zu haben, auszuprobieren, da meinen Sie aber auch sicher nicht, Frau Sitte, dass da jemand nebendran stehen muss und über die Schulter schauen. Wir liefern Berichte ohne Ende ab, aber lesen Sie die, beschäftigen Sie sich mit all dem Zeug, was wir von morgens bis abends berichten. Letzter Punkt, Vertrauen. Alle müssen auf Forschung und Wissenschaft und ihre Leistung vertrauen können und wir müssen beweisen, dass wir dieses Vertrauen nicht missbrauchen und da drin braucht es eben die Wissenschaftskommunikation. Das ist wieder Qualitätsanspruch, Methode und es ist nach wie vor nicht alleine die Forschung verantwortlich machen für die Wissenschaftskommunikation, sondern aufpassen, dass unser Spiegelbild da draußen mit uns Hand in Hand und genauso arbeiten kann. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Bozius und Herr Dr. Brandt vom Futurum Berlin. Sie haben jetzt 3 Fragen von Frau Staffler, Herrn Heidt und Frau Dr. Christmann. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass alle 3 Fragen, jedenfalls interpretiere ich sie so und versuche sie auch so zu beantworten, auch schon auf die Rolle eben von Publikumsinstitutionen hinweisen bei der Wissenschaftskommunikation. Ich möchte das auch noch mal unterstreichen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Kanal, den man nicht unterschätzen sollte, wenn Sie sich allein anschauen, die 3 Häuser Naturkundemuseum, Technikmuseum, wir jetzt in Berlin, haben wir zusammen schon fast 2 Millionen
Besucherinnen und Besucherkontakte im Physischen pro Jahr. Und wenn Sie das jetzt deutschlandweit sehen, also das Museen können generell, glaube ich, ganz spannende Orte der Wissenschaftskommunikation sein und werden eben auch als neutrale Orte, wo Menschen zusammenkommen können und dann eben auch diese interdisziplinäre Kommunikation starten können. Aber jetzt konkret zu den Fragen. Frau Stafler, Sie hatten ja gefragt, wie kommen wir an die Themen, wie kann man da mit diesem Frühwarnsystem herankommen. Da muss ich dazu sagen, da sind wir auch absolut noch in der Experimentierphase. Da würde ich jetzt keine endgültigen Wahrheiten, so man das dort überhaupt kann, verkünden wollen. Ich möchte versuchen, deutlich zu machen, wie wir uns den Themen annähern. Da gibt es verschiedene Wege. Wir haben zum einen die klassischen Umfragen. Also wir fragen unsere Besucherinnen und Besucher, was interessiert sie? Was sind die Themen, die wir vielleicht auch noch nicht abgedeckt haben im Futurium, die Sie bei uns sehen wollen? Und da waren noch vor Corona drei Themen ganz besonders wichtig. Das war das Thema Mobilität, das war das Thema Klimaschutz und auch da schon Gesundheit, natürlich noch ohne dieses Wissen von Corona. Und wir haben dann uns entschieden, als nächstes dieses Thema Mobilität noch stärker in die Ausstellung und auch in unser Haus zu bringen. Wir bringen ja jedes Jahr neue Themen in unser Haus. Das soll ja nicht statisch bleiben. Und wie nähern wir uns nun diesem Thema Mobilität an? Wie kommen wir da an die Unterthemen heran? Und da wollen wir verschiedene Quellen zusammenführen. Da gibt es natürlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Unsere Gesellschafterinstitutionen sind ja fast alle großen Forschungsgesellschaften in Deutschland. Da kommen wir natürlich gut heran an die Wissenschaftler. Wir haben eine eigene Rechercheabteilung, die versucht es auch quasi über den Medienspiegel, aber auch über Publikationen wissenschaftlicher Art zu erschließen. Wir haben Horizon Scanning, also eine Agentur, die uns auch bei dem Thema noch mal unterstützt auf so einer eher, sage ich mal, Agenturebene halt. Wie kommt man da an Themen? Und wir haben den Bürgerinnen- und Bürger-Input. Den wollen wir besonders in den Mittelpunkt stellen. Wir möchten eben die Themen dann auch schon mit den Bürgerinnen und Bürgern am Beginn erarbeiten. Wir wollen nicht erst dann, wenn schon die Messe gesungen ist, das Publikum einbinden, sondern schon vorher. Und wir haben schon mehrere Workshops gemacht, auch da schon ganz interessante Ergebnisse eigentlich, was Mobilität angeht, dass die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die Bürgerinnen und Bürger, systemische Zusammenhänge besonders wichtig finden. Die haben gesagt, technische Innovation, wunderbar, aber kleistert uns nicht nur damit zu. Wir brauchen den Zusammenhang. Wenn wir Mobilität neu denken wollen, brauchen wir größere Zusammenhänge und nicht nur einzelne singuläre technische Lösungen. Finde ich einen spannenden Input, der dann natürlich auch in unsere Arbeit einfließen wird. So vielleicht mal ein kleiner Blick in die Werkstatt zu diesem Punkt. Herr Haidt, Sie hatten wegen dem Thema Medienkompetenz und auch der Frage, muss man da nicht schon in jungen Jahren Kompetenzen schaffen? Ich würde sagen, da sind wir hier auch komplementär unterwegs, auch zum Haus der kleinen Forscher. Wir setzen ein bisschen später an mit unseren Projekten in unserem Futurium Lab ab Sekundarstufe 1. Wir haben in der Tat das Ziel, Jugendliche, Kinder und Jugendliche heranzuführen an neue Technologien, auch an Kommunikationstechnologien, aber eben auch an Technologien wie Virtual Reality, wie Big Data und andere Dinge. Und das möchten wir aber immer verbinden mit einem konkreten Inhalt. Also wir wollen nicht die Technik einfach so in den Mittelpunkt stellen, sondern beispielsweise bieten wir an Workshop-Formate, wie stellt ihr euch die Stadt der Zukunft vor mit Virtual Reality. Also Sie lernen dabei, wie Sie die Stadt der Zukunft quasi entwerfen können und sehen das Ergebnis dann in 3D quasi schon vor den eigenen Augen. Das bedeutet also an der Stelle, konkrete Inhalte zusammen mit Technologie zu vermitteln und nicht die Technologie abzusetzen. Also da zu verstehen, wo sind vielleicht auch Grenzen von Technologie, aber vielleicht auch die Gefahren. Wir wollen ja auch neben den Chancen immer auch mögliche Probleme und auch Risiken im Blick halten. Und dann schließlich das dritte Thema, Frau Christmann. Sie hatten nach den innovativen Formaten gefragt. Auch da vielleicht ein paar konkrete Punkte. Was haben wir schon gemacht? Also wir haben relativ viel schon ausprobiert. Wir haben beispielsweise ein Kneipenquiz, wo wir Zukunftsfragen tatsächlich in spielerischer Form auch mal bei einem Glas Wein oder Bier am Abend mit Teams erarbeiten. Das funktioniert sehr gut und das ist sehr niedrigschwellig. Wir hatten schon einen Arztbesuch der Zukunft mit Virtual Reality und einem Game-Theater. Also auch das probieren wir an der Stelle. Wir haben Speed-Datings mit Expertinnen und Experten, die sich dann eins zu eins auch mit Bürgerinnen und Bürgern treffen. Ich glaube, auch da muss man sagen, sind wir absolut am Experimentieren. Wir
schließen auch nicht aus, dass das eine oder andere auch mal schief geht, dass wir auch mal sagen, das haben wir uns so gedacht, aber das war es vielleicht jetzt noch nicht oder da beim nächsten Mal machen wir es etwas anders. Also wir entwickeln das auch immer weiter. Möchte vielleicht da nochmal die internationale Perspektive mit einbringen, gerade so, was diese Schnittstelle vielleicht auch Kunst, Wissenschaft angeht, wenn ich da sage, da sind wir gerade dran, aber das ist manchmal auch gerade vielleicht in Deutschland immer noch so ein bisschen, ja, was Ungewöhnliches, wenn man das so probiert, das sind andere dann auch teilweise schon weiter. Also wenn ich internationalen Einrichtungen davon erzähle, Museo da Amanha in Rio de Janeiro, auch andere, für die ist das völlig normal, dass man auch diese Sphären versucht zusammenzubringen, Kunst, Wissenschaft, aber auch andere gesellschaftliche Bereiche. Ich glaube, da müssen wir noch viel experimentierfreudiger sein. Das werden wir versuchen und ja, nehmen dabei auch mal in Kauf, dass vielleicht auch mal das eine oder andere nicht funktioniert. Herr Dr. Haug, schönen Dank. Frau Kurt, Sie sind dieses Mal nicht gefragt worden. Ich hoffe, es macht Sie nicht zu sehr traurig. Ich habe schon. Ach so, nee, Male Professor Haug kommt jetzt dran. Genau, erst. Entschuldigung. Jetzt bin ich doch in der Zeile verrutscht. Vielen Dank, Herr Dr. Brandt. So, jetzt sind wir wieder im Kurs. Herr Dr. Haug, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann mich kurz fassen. Herr Heidi, Sie hat nach der Verlässlichkeit der Kommunikation auch in den sozialen Netzwerken gefragt. Die Leopoldina hat eine achtköpfige Kommunikationsabteilung. Wir bespielen die sozialen Netzwerke intensiv. Mittlerweile sind auf Twitter, wir retweeten, wenn das irgendwie ernsthaft ist, und sind da wirklich mit großem Engagement unterwegs. Frau Christmann, ich habe mich sehr geschämt für diese Gender-Geschichte, sehr drunter gelitten. Mein erster Präsidiumsbeschluss, ich bin noch nicht so lange Präsident, war, dass wir ab sofort in allen Arbeitsgruppen 30% Frauen haben. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Professorinnenschaft ja nur bei 25% ist und die typischen Mitglieder wie 3, C4 Professoren sind noch deutlich geringer. Aber wir werden das immer entsprechend hinbekommen, dass wir auch jüngere Kolleginnen in Arbeitsgruppen einbinden. Wenn Sie die Gesundheitsstellungnahme, die jetzt gerade im Spiegel jetzt durchtickert, anschauen, 15 Frauen, 16 Herren. Wir haben eine Bildungsgruppe laufen mit 9 Frauen, 7 Männer. Sogar die Energiewende mit vielen Ingenieurinnen sind wir über 30%. Das machen wir in Zukunft besser. Das ging schnell. Vielen Dank. Frau Kurz, wir hatten ja gerade schon mal gesehen, dass Sie keine Fragen zu beantworten haben. Dann darf ich weitergeben an Frau Lugger und die Frage von Herrn Rossmann. Genau. Danke für die Frage, Herr Rossmann. Meines Wissens gibt es vor allem eine große Bestandsaufnahme von der Kollegin Professor Liz Möllmann von uns am KIT, gefördert über den Bundesverband Hochschulkommunikation, eine große Erhebung, wie denn die Kommunikationsabteilungen in den Hochschulen aufgestellt sind. Das ist aber mehrheitlich eine strukturelle Befragung. Was ist auch der Ausbildungsgrad derer, die dort aktiv sind? Es geht mehr um Organisationsstruktur, eben Qualifikation, Aufgabenverteilung und solche Dinge. Aber darauf kann man mit Sicherheit gut aufbauen. Das ist die eine Seite für eine Bestandsaufnahme. Die andere Seite für eine Bestandsaufnahme sind mit Sicherheit auch die gut erfassten Kommunikationserhebungen von den einzelnen Forschungsgemeinschaften. Die machen das schon sehr frequentiert. Also von Helmholtz weiß ich, dass er dezidiert, dass hier genau erhoben wird, wer war wo wie aktiv. Also allein schon rein quantitativ wird hier viel gemacht. Die andere Frage ist natürlich, wenn daraus dann Empfehlungen abgeleitet werden sollen, reicht das Quantitative natürlich nicht aus. Es geht sehr um die Frage der Qualität dessen, was da gemessen wird und erhoben wird. Und es zeichnet sich so ab, wenn man auch sich umhört, dass sehr viele Kommunikationsabteilungen auch heute noch einiges an Kommunikation betreiben, ohne tatsächlich sich vorher richtige Ziele gesetzt zu haben, ohne klar definiert zu haben, welche Zielgruppen wollen Sie konkret damit erreichen, mit welchen Medien machen Sie eigentlich was. Da könnte alleine schon eine Nachfrage im Zuge einer solchen Erhebung sozusagen zu einem Reflexionsprozess führen und eine Qualität steigern. Insofern finde ich das sehr lohnenswert, in diese Richtung nochmal reinzugehen und genau diese Faktoren, welche Medien, warum, für welche Zielgruppe und wie häufig wird das eingesetzt, gibt es eine Wirkungsmessung hinterher, das kann auf jeden Fall eine Qualitätssteigerung bewirken, alleine indem man jetzt schon mal nachfragt. Für Empfehlungen finde ich auch noch wichtig, einzubeziehen, Best-Practice-Beispiele, auch so etwas mit aufzuheben
und aktuelle Ergebnisse aus der Wissenschaftskommunikationsforschung in solche Empfehlungen auf jeden Fall mit aufzunehmen. Denn das ist immer noch ein großer Gap, dass hier zwar geforscht wird, aber die Akteure nicht unbedingt mitbekommen, was denn die Ergebnisse der aktuellen Forschung sind. Insofern danke, wenn Sie da dranbleiben. Frau Luger, vielen Dank für Ihre Antworten. Und nun steht die Frage von Frau Dr. Sitte an Dr. Steffi Oberaus. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Die Frage war nach dem Thema Open Access. Sie haben so schön gefragt, Frau Boetius, wer soll das denn alles lesen? Das gilt natürlich auch für Open Access. Und insofern kann ich nur noch mal darauf zurückkommen, wir brauchen mehr Menschen, die sich eben dann für die Wissenschaft interessieren. Wie kommen wir dazu, dass wir aus den Befragten, was ja in vielen Umfragen auch gemacht wird, was Sie auch sagen, aus dem Museum, zu Fragenden werden, dass wir aktiv die Leute mit reinbringen, dass sie das Wissen auch suchen, dass sie es auch wissen wollen, dass sie es nachfragen. Und bei allem Respekt vor Wissenschaftskommunikation ist alles wichtig. Ich denke, wir brauchen nur zusätzlich auch dieses Empowerment, dieses aktivierende Moment. Wenn wir darauf schauen, die Freiheit der Wissenschaft wurde in der Paulskirchenverfassung von einem Bildungspolitiker eingeführt, von einem Herrn Fröbel, der sagte, wir brauchen die beste Wissenschaft, damit der mündige Bürger gute demokratische Entscheidungen treffen kann. Und das hat ja zwei Aspekte. Zum einen, wie kommt die Wissenschaft zum mündigen Bürger, aber auch, wie wird denn der Bürger mündig, damit er da überhaupt sich orientieren kann, mit in der Wissenschaft auch kommunizieren kann. Und deswegen nochmal mein Appell daran, auch diese transdisziplinäre Forschung zu stärken, gerade in den komplizierten, komplexeren Bereichen wie Gesundheit, Mobilität, Klimawandel. Genau darum geht es ja auch, nicht nur das, sage ich mal, wissenschaftliche Systemwissen, sondern wir brauchen auch das Zielwissen von den Bürgerinnen und Bürgern. Wo wollen sie denn hin? Wie wollen sie leben? Und wie kommen wir dahin? Auch da ist schon viel Wissen in den Kommunen, in Verbänden, in Vereinen. Und die viel aktiver in diese ganze Wissenschaft von vornherein mit einzubeziehen, kann ich nur noch mal daran appellieren, nämlich damit haben wir dann Befragte zu selber Fragenden, zu selber Betroffenen, zu Selbstaktiven, die sich mit einbringen in die Wissenschaft und dann auch kennenlernen, wie schwierig es manchmal ist mit der Wissenschaft, dass ich eben kein Ergebnis bekomme in einem Jahr, sondern erst in 3 Jahren, dass ich irre, dass ich revidieren muss, dass ich Risikoabschätzungen lernen muss. All das sind ganz wichtige Kompetenzen, die wir in den nächsten Jahrzehnten dringender denn je brauchen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Ober. Und nun Herr Stollertz, die Frage von Herrn Kaczmarek. Genau, Sie hatten gefragt nach der Kritik an der Wissenschaft mit unwissenschaftlichen Methoden. Das fand ich ein schönes Wort, hat mir gefallen. Und den Selbstverpflichtungsregeln, die sich sozusagen Journalisten auferlegen. Also ich würde das vielleicht so fassen, also wir müssen in Zeiten dieser digitalen Informationsüberflutung zunächst mal auf allen Kanälen analytisch unterscheiden zwischen dem, was Journalismus ist und was Kommunikation in digitalen Medien ist. Das ist nicht mehr das Gleiche. Das ist jetzt nicht mehr einfach gleichzusetzen. Es gibt Journalismus, sozusagen, und es gibt auch Medien, die der Verbreitung von Kommunikation dienen, aber nicht Journalismus sind. Das ist erstmal das Erste. Und ganz platt, Sie hatten nach Corona gefragt, was die Bild-Zeitung in der Causa Drosten macht, ist kein Journalismus, sondern eine Kampagne. Punkt. Da kann ich nicht viel mehr zu sagen. Gerade in Zeiten von Corona heißt es nämlich klarer zu unterscheiden zwischen Debatten, die sich wirklich um den epistemischen Kern von Wissenschaft und Forschung drehen. Also was wissen wir eigentlich, wer weiß was über was. Und davon müssen wir eben strikt unterscheiden die echten Wertkonflikte, was wir tun sollen aufgrund eines bestimmten verlässlichen Wissens. Und da sage ich mal ein Beispiel, wer heute nichts für den Klimaschutz tut, weil er zum Beispiel auf seine persönliche Freiheit pocht, der bürdet den künftigen Generationen den Freiheitsentzug auf. Das ist eine Wertdebatte. Ist das okay? Soll ich das machen? Ist das verboten? Und darüber wird eine gesellschaftliche Debatte wichtig. Selbstverpflichtungsregeln. Also guter Journalismus, jetzt in dem Sinne, den ich meine, also nicht einfach massenmediale Kommunikation oder influencergetriebene Berichterstattung, sondern guter Journalismus hat natürlich über die Jahrhunderte Prinzipien entwickelt. Es gibt das Prinzip Redaktion, es gibt ethische Regeln, dazu zählen ergebnisoffene Recherche, Vielfalt der Stimmen, redaktionelle Überprüfung von Aussagen und Tatsachen, Fehlerfreundlichkeit, Selbstkorrektur, weil der Journalismus eben anders als die Wissenschaft am offenen Herzen der Weltgeschichte operiert. Das haben wir ja bei Corona schön gesehen. Die ersten, die da am Start waren, war natürlich die Wissenschaft selbst, aber auch der Journalismus, der über diese fragile Wissenschaft berichtet hat. Und um diese jetzt hehren Ziele erfüllen zu können, das wissen wir alle, braucht es eben Ressourcen und Zeit. Ohne Moos nichts los. Das gilt auch im Journalismus. Und die Erlösmodelle sind das, worüber wir diskutieren müssen, wie künftig sozusagen guter Journalismus unabhängig zum Beispiel von Werbung, aber auch unabhängig vom Publikum finanziert werden kann, weil auch das Publikum hat natürlich Ansprüche an Journalismus und kann dazu führen, dass die ethischen Regeln, die der Journalismus entworfen hat,
sozusagen vergessen oder nicht mehr richtig eingehalten werden. Was von draußen vielleicht nicht so sicher sichtbar ist, guter Wissenschaftsjournalismus ist extrem relevant für den Rest des Journalismus in den Redaktionen. Denn nur Wissenschaftsjournalisten können professionell mit Wissenschaft umgehen und deswegen können sie auch intern in der Redaktion für Qualitätssicherung sorgen. Das ist ein Effekt, der ist von draußen vielleicht nicht so klar, aber wenn darum gerungen wird, was wir eigentlich wissen, dann ist der Wissenschaftsjournalist jedenfalls in Zeiten von Corona mit am Tisch und diskutiert und streitet eben und kann auch erkennen, was ein Preprint ist, was ein verlässlicher Konsens ist, wo eine echte Kontroverse herrscht. Das kann er viel besser einschätzen, weil er eben sich seine ganze Karriere lang mit der professionellen Beobachtung von Wissenschaft beschäftigt hat. Das ist einfach jetzt sichtbar geworden im Corona, dass man nicht einfach in die Wissenschaft reinrennen kann wie in so einen Dschungel und den ersten Forscher, den ich da finde, der ist die Opposition und dann stelle ich ihn in die Öffentlichkeit und das soll ein Diskurs sein. So funktioniert das halt nicht. Und deswegen braucht es ja professionellen Wissenschaftsjournalismus und deswegen hat eben Politik, aber auch die Wissenschaft selbst ein genuines Interesse daran, dass gerade dieser professionelle Beobachter der Wissenschaft sozusagen nicht verloren geht. Ich widerspreche da ein bisschen dem Martin, obwohl ich an sich mit ihm einig bin. Ich würde argumentieren, der Wissenschaftsjournalismus ist in einer Wissenschaftsgesellschaft eben wirklich fundamental wichtiger als der Sportjournalismus. Das würde ich eben behaupten, aber nicht im Sinne von, deswegen soll der Sportjournalismus verschwinden, überhaupt nicht. Er ist völlig legitim. Aber wenn ich als Politik entscheiden müsste, wen ich fördere, würde ich mich für den Wissenschaftsjournalismus entscheiden. Und dann noch eine ganz kurze Frage zu der Frage der Dauerhaftigkeit der Förderung. Da würde ich vielleicht noch ein Wort anschließen. Denn Dauerhaftigkeit der Förderung heißt keine Ewigkeitsgarantie. Das Entscheidende ist, dass sich ein neues Experiment wie das SMC erstmal bewähren muss. Es muss erstmal möglich sein, sichtbar zu sein. Es muss möglich sein, dass Journalisten Vertrauen fassen in so eine Einrichtung. Und dann im zweiten Schritt findet man Förderer in Stiftungen, in der Wissenschaft, vielleicht sogar bei reichen Mäzenen, vielleicht auch irgendwann mal in den dann wieder erstarkenden, weniger journalistischen Medien. Wir wissen es noch nicht. Aber wenn man nicht sichtbar ist und wenn man nicht erproben darf, welche Wege sozusagen am Ende ein Publikum finden, dann kommt gar nichts, wird gar nichts sichtbar. Und deswegen ist die Dauerhaftigkeit der Förderung nicht das Entscheidende, sondern erstmal der Mut, ein Experiment auch mal 5 Jahre laufen zu lassen, damit es überhaupt zeigen kann, ob es ein Publikum findet. Danke, Herr Stelotz. Und die letzten Fragen von Kollegen Ruprecht, Albani und Oliver Kaczmarek wird dann Dr. Viarda beantworten. Und ich bin auch ganz gespannt, was Sie zur Priorität des Sportjournalismus sagen. Da ziehe ich mich jetzt ganz einfach aus der Affäre und sage, es geht gar nicht darum, welche Priorität ich sehe. Es geht darum, welche Priorität die Gesellschaft sieht oder die Politik sieht. Und natürlich werde ich als Wissenschafts- oder Bildungsjournalist nicht sagen, dass ich jetzt Wissenschaft oder Bildung besonders nachrangig finde. Aber der Punkt ist halt einfach, wir müssen diese Debatte trotzdem führen, weil es eben noch andere gesellschaftliche Bereiche gibt. So viel dazu. Ich glaube nicht, dass wir einen Unterschied haben darin, was wir für wichtig erachten. Ich glaube eher, man muss sich überlegen, was andere für wichtig erachten. Zu den Fragen. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Herr Ruprecht, wie gehen wir damit um, dass wir auf der einen Seite eine Flut an Nachrichten aus der Wissenschaft haben und auf der anderen Seite eine nicht immer vorhandene Bereitschaft der Bevölkerung, sie aufzunehmen? So habe ich Sie verstanden. Das geht eigentlich nur, indem wir im Journalismus, also eins tun, was wir sowieso tun, wir sind Gatekeeper, wir waren Gatekeeper, wir bleiben Gatekeeper, das war so und ehrlicherweise gibt es heute schon viel zu viel, ob es jetzt nochmal mehr wird, ist auch schon fast egal, aber der Punkt ist, es gibt wenig Hochqualitatives und das rauszusuchen ist eine Aufgabe des Journalismus. Das andere ist, wie vermitteln wir das? Wir müssen auf Augenhöhe kommunizieren als Journalist, wir müssen auf Augenhöhe schreiben, wir dürfen nicht belehrend sein, wir müssen anschaulich zeigen, wie Wissenschaft funktioniert. Wir müssen über Menschen schreiben. Menschen fühlen sich durch Menschen eher angesprochen als durch abstrakte Konzepte. Das heißt, wir müssen verdeutlichen, veranschaulichen, welche Relevanz Konzepte, Erkenntnisse, Debatten für Menschen haben. Und wir müssen auch zeigen, dass der Streit in Wissenschaft und auch in Politik spannend ist und wichtig ist, und nichts Schlimmes ist, nicht destruktiv ist, sondern dazugehört. Und dass das tatsächlich auch eine Spannung erzeugen kann bei den Beobachtern. Also ich glaube, das ist etwas, man muss halt einfach aufhören, von so einer dozierenden Ebene aus kommunizieren zu wollen. Das passiert im Journalismus auch noch eine ganze Menge. Sie haben gefragt, was braucht Wissenschaft, Journalismus? Da fällt mir natürlich vieles ein, ja, was man braucht. Aber ich glaube vor allem auch die Bereitschaft der Politik, die Bereitschaft von Institutionen, sich ein Stück weit zu öffnen. Wenn ich mir viele Kommunikationen ansehe im wissenschaftspolitischen Bereich, dann ist das doch oft sehr formelhaft. Und man trifft doch gerne Entscheidungen auch hinter verschlossenen Türen und möchte möglichst wenig rausgeben.
Und ich sehe es als meine Aufgabe als Wissenschaftsjournalist, diese Türen ein bisschen zu öffnen. Das ist manchmal mehr gewollt, manchmal weniger gewollt. Ich würde mich manchmal freuen, wenn es dafür doch auch mehr Bereitschaft gäbe, auch in früheren Phasen der Entscheidungsfindung, auch übrigens in Forschungseinrichtungen und den früheren Phasen, offener zu kommunizieren und offener bereit zu sein, auch Zweifel, die vielleicht da sind, zu debattieren. Oft hat man das Gefühl, dass die Lieblingskommunikation in Wissenschaftseinrichtungen oder auch in der Politik ist, closed shop, und dann kommt irgendwann hinten was Strahlendes bei raus. Und ich glaube, das ist nicht immer gut. Die zweite Frage, oder Herr Albani hat gefragt, wenn wir jetzt so eine Stiftung hätten, so habe ich Sie verstanden, dann ist das losgelöst von irgendwelchen finanziellen Bewegungen und dann geht das vielleicht ins Spektakuläre, dann gelten andere Regeln mit einem Mal. Unabhängigkeit führt zu spektakulär, ja. Finanzierung führt zu Langeweile. Ja, also ich würde jetzt mal so sagen, wenn ich mir den gegenwärtigen Stand im Journalismus anschaue, unter den gegenwärtigen Bedingungen, dann haben wir ja genau das, dass wir einen Trend hin haben zu mehr Klickzahlen, zu den großen Schlagzeilen, und ich wüsste ehrlicherweise nicht, dass das jetzt dadurch, dass ein neues Element dazu käme, schlimmer werden würde. Ich glaube eher im Gegenteil, eine Stiftung, die keine Dauerfinanzierung bieten dürfte, das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, irgendwie eine institutionelle Dauerförderung zu machen, sondern anzuschieben, Innovationen zu fördern, nachhaltige Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die sich dann natürlich auch beweisen müssen, und Recherchen zu ermöglichen. Das ist etwas, das wird eher zu einer Versachlichung vielleicht auf eine gewisse Weise beitragen, als das Gegenteil passiert. Ich glaube nicht, dass eine Stiftung dem Spektakulären noch Vorschub leisten würde. Die Frage der Selbstverpflichtung, mögliche Selbstverpflichtung von Herrn Kaczmarek, ist ja schon ein Stück weit beantwortet worden. Ich möchte nur ganz kurz ergänzen, es ist eben nicht eine Frage der Regeln, der Selbstverpflichtung. Wir wissen das ja alles. Es ist eine Frage der Professionalisierung in der Breite. Wir brauchen mehr Professionalisierung auch im Bereich des Journalismus. Wir brauchen mehr Zusammenarbeit mit Medienwissenschaft, mit Journalistik. Wir brauchen aber eben auch, und da sind wir beim Thema Stiftung, eine andere Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Wir brauchen auch neue Geschäftsmodelle. Und wenn das da ist, dann ist es so, dass diese Regeln, die eigentlich da sind, auch stärker beachtet werden. Ich will aber auch sagen, in vielen Fällen läuft es ja auch ganz gut. Es ist ja nicht so, dass, ich sag mal, das, was wir jetzt gerade um Drosten erleben, der Normalfall ist die ganze Zeit. Ich finde, wenn wir uns die letzten Wochen und Monate anschauen, der Berichterstattung auch in der Corona-Krise, dann ist da auch vieles journalistisch gut gelaufen, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn ich es auch vergleiche mit der Situation in anderen Ländern. Also die Probleme sind da und die müssen wir adressieren. Aber ich glaube, dass durchaus die Mehrheit der Journalistinnen und Journalisten diesem Kodex durchaus folgt. Vielen Dank, Herr Dr. Biarda. Und das beschließt nun unser Fachgespräch Wissenschaftskommunikation. Ich darf mich zunächst mal bei allen Kolleginnen und Kollegen für die Disziplin bedanken, bei der Fragestellung. Und ich darf mich ganz besonders bei unseren Expertinnen und Experten bedanken für ihre umfassenden und vor allem auch profunden Antworten. Manchmal muss ich gestehen, Herr Stollertz, haben Sie mich dann doch etwas erschreckt, vor allem durch Ihre Aussage, der unabhängige Journalismus ist ausgestorben. Aber im Verlaufe Ihrer Ausführungen haben Sie uns ja dann doch wieder Hoffnung machen können diesbezüglich. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen und vor allem Ihre Expertise bedanken. Und ich kann Ihnen eines versichern, dass dies alles in unsere weitere Beratungen einfließen wird. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause. Und wir werden fortfahren mit unserer Ausschusssitzung. Und ich gebe meinen Vorsitz an Ernst-Dieter Rossmann wieder ab. Und da wir jetzt nicht mehr ganz eine Stunde haben, schlage ich vor, Herr Dr. Rossmann, Sie wenden die Redegeschwindigkeit von unserem Kollegen Stefan Kaufmann an.